עצום עד בורח אתם מי יחזיק מעמד מי ישמע את כל אדוני קורא ואומר זהו דור דורשי מבקשי פניי שרים לי כל הכבוד כל הכבוד זהו דור דורשי מבקשי פניי שרים לי כל הכבוד
Einen schönen guten Abend, liebe Geschwister. Schön, dass ihr alle gekommen seid zu dem Lehrabend. Wir wollen direkt auch durchstarten. Wir wollen unsere Zeit nutzen und noch das Wort wirklich, was wir heute hören werden, von unserem Bruder vorbereiten. Wir wollen ein bisschen beten und Lobpreis auch machen. Ich habe ein paar Lieder vorbereitet. Ich denke, die kennt ihr alle. Freue mich da wirklich jetzt mit euch noch da einzustarten. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Tag. Und wunderbar bedeutet die Augen auf dem Herrn. Ja, weil es kann sein, die Welt geht unter, die halbe Familie liegt krank im Bett, aber wir können trotzdem einen wunderbaren Tag haben. Denn unsere Freude ist nicht abhängig von dem, was wir sehen. Uns unterscheidet nicht, dass Christen immer glücklich sind. Ja, letztens hat wieder einer gesagt, habe ich einen alten Studienkollegen gehabt und er sagt, wie kannst du dir sicher sein, wenn dir auch schlechte Dinge passieren, dass du noch dem richtigen Gott folgst? Ja, das ist dieser falsche Irrglaube, ja, dass man denkt, nur wenn man Gott nachfolgt, dass irgendwie alles gut ist. Und es geht vielmehr darum, wie wir unterwegs sind, ja, wie wir auch reagieren auf alles. Und so, ja, will ich dich nochmal fragen, hast du einen wunderbaren Tag? Waren deine Augen auf dem Herrn? Und wenn nicht, nutze diesen Abend. Bring deine Augen wieder auf den Herrn. Lass alles los, was dich bewegt, was dich beschäftigt hat. Ja, lass uns singen und Freude haben, lass uns vor den Herrn treten und lass uns unsere Herzen öffnen, heute zu empfangen. Denn ich bin davon überzeugt, wir sind nicht hier, um eine Person zu hören. Niemand, ja, darf erwarten, ja, nur jeder, der, oder andersrum formuliert, jeder, der nach vorne kommt, redet als Gott hier. Ja, und das ist nicht übertrieben gesagt, sondern das ist die Erwartung, die wir haben wollen. Denn es heißt in seinem Wort, wenn wir zusammenkommen, wenn wir in Einheit und in Übereinkunft kommen, dann ist Gott mitten da. Und wie möchte er reden, als nicht durch unser Mund? Ich war noch in keinem Gottesdienst, ja, wo der Schall vom Himmel kam. Ich glaube, wir wären alle in einem von so einem Gottesdienst, aber wir waren noch nie. Also vertrauen wir darauf, dass er unsere Münder benutzt. Ja, jeder, der kommt, jeder hat was zu geben. Und so freuen wir uns auch darüber. Und wir wollen nochmal starten mit einer kleinen Stelle in Josua 5. Wollen wir drei, vier Verse noch lesen. Josua 5, Kapitel 5. Ab Vers 13. Also muss man sich so vorstellen, die Israeliten sind gerade über den Jordan. Ja, dann hat Gott gesagt, Leute, so nicht. Ihr müsst euch alle beschneiden lassen. Die haben all gerade ihr Wundfieber überwunden von der Beschneidung, die Männer. Und jetzt ist dieser Moment, ja, wo sie in der Nähe von Jericho sind, kurz bevor, sag ich mal, die Mauer fällt. Und dann lesen wir ab Vers 13. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in der Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Er aber sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Halleluja. Ich will nur auf zwei Dinge eingehen oder zwei, drei. Vers 13 sagt, Josua ging und er erhob seine Augen und sah sich um. Ja, man erhebt nicht seine Augen und sieht sich um und auf einmal ist dort ein Engel oder ein Fürst. Ja, ich will darauf aufmerksam machen, aufmerksam die Bibel zu lesen. Er erhob seine Augen. Er kann noch viel mehr sein, als weil er stand vor Jericho, vor dieser großen Schlacht und er erhob seine Augen. Also er hatte einen Blick auf Gott. Er hatte eine Zuversicht in sich. Er hatte eine Erwartung in sich. Gott wird jetzt was tun. Wir sind jetzt hier drüber. Wir haben uns alle beschneiden lassen. Ich weiß nicht wie, aber Gott hat gesagt, er will uns dieses Land geben. Er war noch umzingelt von seinen Feinden. Gott hat ihm nur so Sachen gesagt wie, sei mutig und stark. Ja? Und er steht da vor Jericho, schaut und es heißt, er erhob seine Augen. Und der Engel des Herrn steht da, der Blanke, mit einem blanken Schwert, der Fürst. Ja. Von ihm hätte ich erwartet, wenn ich wäre, wenn mein Fleisch, sag ich mal, die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich mir eine Strategie gewünscht. Da hätte ich mir gewünscht, dass der Engel sagt, ja, ihr Josua, jetzt machst du es so und so, dort stellst du deine Truppen auf, ich fasse noch mal deinen Bizeps an, dass du richtig kräftig dein Schwert schwingen kannst. Aber der Engel sagt zu ihm etwas
echt Wunderbares, dass so das Einzige, was er sagt, kurz bevor es losgeht, bis diese Schlacht startet im Endeffekt, gegen Jericho, gegen Ai, gegen und alles, was noch geschieht. Und seine Aussage, die er ihm sagt, ist in Vers 15. Und da sagt er, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Gott offenbart sich Josua nochmal in seiner Heiligkeit. Gott offenbart sich Josua nochmal in seiner Souveränität, in seiner Kraft, in seiner Stärke, in seiner Vollkommenheit und sagt, erkenne, dass dort, wo du jetzt stehst, das ist der Ort, den ich dir gegeben habe und wo du deinen Fuß hinsetzt, diesen Ort will ich dir geben. Erkenne mich, sei heilig. Und ich muss sagen, ich glaube, da ist ein Geheimnis dahinter. Ich habe es noch nicht gelüftet, aber Josua ist auf die Knie gegangen, hat angebetet. Und ich will uns ermutigen, ja, wenn wir vor einem Kampf stehen, wenn wir vor einer Festung stehen, wie Jericho, wo wir denken, wie kann das sein? Die Mauern waren so fest, sie waren so stark, dass wir uns auf Gott besinnen und sagen, Herr, was hast du zu sagen? Was möchtest du tun? Denn Gott hat einen Plan und Gott hat ihm dann den Plan offenbart. Aber hier steht, der Fürst, das Herr kam und danach heißt es wieder, der Herr spricht. Geh um die Mauern. Also super interessant, einfach zu sehen. Und ich will uns ermutigen, ja, jetzt unsere Augen zu erheben und zu erwarten, dass der Herr an diesem Abend einfach zu uns spricht. Halleluja. Komm, komm, du Sohn des Höchsten, komm herab, zerreiß die Finsternis. Komm, komm, du Herr des Himmels, komm, mein treuer Freund, verlass mich nicht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Heilig, dein Haus ist heilig. Und aus Staub und Schmerz erhebst du mich. Ewig, der Weg ist ewig. Ich weiß, ich werde leben, weil du bist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Weißt du, dass dein Erlöser lebt? Halleluja. Halleluja, Vater, Herr, du bist der Erlöser, Herr, du bist der Retter, Jesus, Herr. Auf dich wollen wir schauen, Vater, Herr. Auf dich wollen wir heute unseren Blick richten, Jesus, Herr. Du bist der Gott der Götter. Du bist der König der Könige, Vater, Herr. Du Alpha und Omega, Jesus, Herr. Keiner ist wie du, Jesus, Herr. Halleluja. Makaraya Shiseke Bintaya Karabai Shiseke. Makabaya Shiseke Bibinda Rabarabai Shiseke Bibinda Rabai Shiseke Akababanda Rabai Shiseke Bibinda Rabai Shiseke Bibinda Rabai Shiseke. Halleluja, Vater. Heke Tayakara. Übernimm Kontrolle, oh Herr Vater. Übernimm Kontrolle über diesen Abend, Vater. Übernimm Kontrolle, Vater, Herr. Lass uns dich sehen, Vater. Lass uns dich erleben, Vater. Lass uns mehr von dir sehen, Vater, Jesus, Herr. Offenbare dich uns, oh Herr. Offenbare dich uns, Vater. Wir wollen unseren Blick erheben.
Leben zu dir, Vater. Egal was ist, egal was war, egal was kommen wird, Vater. Unser Blick soll zu dir, Vater. Unser Blick zu dir, Vater, Jesus, Herr. Denn du bist gut, Vater. Du bist der gute Gott. Du bist der mächtige. Du bist der ewige Vater. Allgegenwärtige Vater. Wir danken dir. Wir danken dir. Wir danken dir, Vater. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Halleluja, Vater. Makarabashisi. Binta Yakarabashisi. Akabababandarabashisi. Vater, Herr. Du offenbarst dich uns als Erlöser. Du offenbarst dich uns als Heiler. Du offenbarst dich uns als Befreier, Vater, Herr. Du offenbarst dich uns als Heilig, O Herr, Vater. So wollen wir hier sein, Vater. Und ich frage, wer bist du, Vater? Wer bist du heute für mich, Vater? Wer bist du heute für uns, O Herr, Vater? Offenbare dich, Vater. Lass uns sehen, Vater, Herr. Herr, du bist der Wunderwirker Gott. Du bist der mächtige Gott, Vater, für den es nichts Unmögliches, Herr. So bitten wir dich, Vater, Herr. Lass uns sehen, Vater, Herr, den allmächtigen Gott, Vater. Lass uns dich erleben, Vater, als allmächtig, als heilig, als rein, O Herr, Vater. Lass uns dich erleben, Vater. Lass uns dich erleben, Vater. Halleluja. 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 Wasser wird Wein blinde sehen, Brot wird vermehrt Lahme gehen, so bist nur du, Herr, nur du allein. Scheint im dunkelsten Nacht. Amen, wird Hoffnung gebracht. So bist nur du, Herr. Nur du allein. Gott, du bist Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere, Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Licht scheint in dunkelster Nacht. Amen, wird Hoffnung gebracht. So bist nur du, Herr. Nur du allein. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere, Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Und steht uns Gott zur Seite,
Was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite? Wer kann uns widerstehen? Und steht uns Gott zur Seite? Was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite? Wer kann uns widerstehen? Wer kann uns widerstehen? Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Nur du allein, Vater Jesus, Herr. Nur du allein, Jesus, Herr. Keiner ist wie du, Vater Jesus, Herr. Keiner so wunderbar wie du, Vater Jesus, Herr. Keiner so wunderbar wie du, Jesus, Herr. Jesus, Herr. Unser Blick heben wir zu dir, oh Herr Jesus, Herr. Sei du hoch erhoben, oh mächtiger Gott, Herr. Sei du hoch erhoben, Vater, in unserer Mitte, Jesus, Herr. Halleluja. Halleluja, Vater. Halleluja, mächtiger Gott. Halleluja, ewiger Vater. Halleluja. Halleluja. Nimm diese Atmosphäre. Wenn du einen Riss im Herzen spürst, wenn du einen Schmerz spürst, wenn etwas ist, was deine Seele belastet, nimm diese Atmosphäre und sag Gott, dass er größer ist. Sag Gott, dass er mächtiger ist. Gott, du bist mächtiger als meine Ehe. Du bist mächtiger als meine Probleme. Du bist mächtiger als meine Kollegen. Du bist mächtiger als die Schule. Du bist mächtiger. Du bist mächtiger als jedes Hindernis. Alles, was uns umgibt. Nichts und niemand kann sich dir entgegenstellen. Egal, wie zu die Mauer scheint. Jericho kann zu sein. Dein Jericho kann heute verschlossen sein. Du kannst dich heute fragen, wie können dort die Mauern fallen? Aber ich sag dir, Gott ist größer, Gott ist mächtiger, Gott ist reiner, Gott ist heiliger, Gott ist so viel größer. Und wir wollen rufen, wir wollen heute proklamieren, um zu erkennen, ja, wie wir eintreten können, wie wir die Mauern fallen, wie heute die Ketten gesprengt werden. Denn der Herr sagt in meinem Wort, er ist gekommen, um Ketten zu sprengen. Er ist gekommen, um Gefangene befreien. Er ist gekommen, um Kranke zu heilen, um Lahme gehen zu machen, Blinde sehen zu machen und das angenehme Jahr des Herrn zu verkünden. Und so rufen wir heute zu dem Gott, der Herrscher. So rufen wir zu dem König der Könige. Wir rufen zu Alpha und Omega, dem Anfang und dem Vollender. Vater, Herr, begegne uns. Begegne uns in Kraft. Begegne uns in Reinheit. Begegne uns, oh Herr, Vater. Lass deine Kraft kommen. Lass deine Kraft kommen. Deine Kraft und Herrlichkeit sichtbar werden, Vater, Herr. Niemand und nichts kommt dir gleich. Halleluja. Niemand und nichts, Vater. Halleluja. 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 Über alle Welt bist du der Herr, über jeden Berg, die Sonne und das Meer. Doch mein größter Wunsch, das was ich begehr, ist, Herr, regiere du in mir, regier in mir. In deiner Kraft über jeden Traum, auch in dieser Nacht, du bist mein Gott.
ich gehöre dir. Darum regiere du in mir. Alles, was ich denk und jedes Wort soll ein Spiegel sein von deiner Schönheit, Gott. Du bedeutest mir mehr als alles hier. Darum regiere du in mir, regiere in mir. In deiner Kraft, über jeden Traum, auch in tiefster Nacht, du bist mein Gott, ich gehöre dir. Darum regiere du in mir. Darum regiere du in mir. Halleluja, gib dem Herrn einen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja, Vater. Danke, Jesus. Regiere Halleluja. Du, Vater. Halleluja. 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 So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. König Halleluja, Maka, Baba, Baba, du bist so groß, Herr, mein Gott, und König, Herr, mein großer Gott. Saka, Baba, 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 Baba,
Erhebe den Herrn, erhebe seinen Namen. Oko bubunarabashe saka baba baba narabashe seke bebe narabashe se kaba baba baba narabashe se akaba baba narabashe se akaba baba baba narabashe se eke bebe narabashe se shaka baba narabashe se akaba baba narabashe se erhebe ihn gemäß 2. Korinther 1, wo es heißt, denn es gibt viele Heißungen in Gott. In ihm ist das Ja und ihm ist auch das Amen. Zum Lob durch uns. In ihm ist das Ja, in ihm ist das Amen. Erhebe ihn, den Namen Jesus. Erhebe ihn, denn seine Verheißungen sind viele. Seine Verheißungen sind viele. Und zu seinen Verheißungen sagt er, er ist das Ja, er ist das Amen. Er ist das Ja, er ist das Amen. Sag zu deiner Festung, er ist das Ja, er ist das Amen. Er ist das Ja, er ist das Amen. Er ist fähig, er ist fähig, er ist fähig, er ist fähig, er ist fähig. Makababababa narabashe seke bebebe narabashe su. Oko bubu narabashe se. Makababababa narabashe se. Bakabababa narabashe se. Akababamba narabashe se. Oko bubu narabashe se. Ban narabashe seke bebe narabashe se. Akababa narabashe se. Akababa narabashe se. Dein Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein ist. Nein, im Namen Jesus Christus. Das Wort ist nicht Ja und Nein von Gott, sondern Gott ist treu. Gott ist seinen Verheißungen treu. Gott ist seiner Zusage treu. Was er dir vor 10 Jahren gesagt hat, er steht noch treu dazu. Was er dir gestern gesagt hat, er steht treu dazu. Was er dir jetzt sagt, er steht treu dazu. Er wird in 10 Jahren treu stehen im Namen Jesus Christus. Lass dich nicht entmutigen. Lass dein Fleisch dich nicht ermutigen. Lass die Seele nicht entmutigen. Lass nicht die listigen Kunstgriffe Satans an dein Leben kommen, um Entmutigung zu springen, um Tod zu bringen in dein Leben, um Kraftlosigkeit wirken zu lassen. Lehne es ab. Lehne Kraftlosigkeit ab. Lehne die Krankheit. Lehne alles ab, was ich umstricken will, um dir anders zu lehren. Lehne es ab. Denn im Namen Jesus Christus ist Kraft. Im Namen Jesus Christus ist Stärke. Im Namen Jesus Christus ist Heilung. Im Namen Jesus Christus ist Durchbruch. Im Namen Jesus Christus ist Freiheit. Im Namen Jesus Christus ist Freude. Im Namen Jesus Christus ist alles verborgen, was wir zum Leben brauchen. Alles verborgen, was wir brauchen, um durchzubrechen, um in Kraft zu wandeln, um in Herrlichkeit zu wandeln, um sein Angesicht zu sehen. Denn er sagt in seinem Wort, frei gehen wir hindurch, frei gehen wir hindurch an den Thron der Gnade, denn der Vorhang ist zerrissen, der Vorhang ist zerrissen, was uns einst getrennt hat, heilige Kinder Israel sein zu können. Dieser Vorhang wurde zerrissen und so treten wir heute hindurch. Wir lassen uns nicht zurückhalten, wir lassen uns nicht zurückziehen. Der Vorhang ist zerrissen, sodass wir eintreten können, mutig in das Allerheiligste, muten vor den Thron der Gnade, im Namen Jesus Christus. Oko bubu bunarabashe saka baba baba manarabashe se akaba baba manarabashe saka baba
Bandarabaishisi, Bakaba Bandarabaishisi, Bakaba Bandarabaishisi, Sakaba Bandarabaishisi, Umbundarabaishisi, Makaba Bandarabaishisi, Ambandarabaishisi, Kibibindarabaishisu, Umbundarabaishisi, Kindirishisi, Akaba Bandarabaishisi, Kambandarabaishisu, Kububundarabaishisi. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater, dass du uns die Gnade geschenkt hast, dass Halleluja. Wir beten durften, Vater. Amen. Wir danken dir. Halleluja. Jesus. Wir danken dir. Danke. Halleluja. Halleluja. Wollen noch ein Lied singen und dann werde ich übergeben. Halleluja. Und so irgendwie, ja, ich finde, es passt gerade gut, wie uns der Herr geführt hat. Halleluja. Amen. Here I am to worship. Halleluja. Wonderful to me, I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Halleluja. Halleluja, Vater. Wir danken dir, Vater, dass du uns die Kraft gegeben hast zu beten, die Kraft gegeben hast, hierher zu kommen, Vater. Kraft gegeben hast, Vater, Herr, unsere Zeit hier heute Abend zu verbringen, Vater. Wir danken dir, Jesus, Herr, für alles, was du am Wirken, alles, was du am Vollbringen bist, Herr, in unser Leben, dieser Gemeinde, Vater, Herr. Auf dem Weg, Vater, mehr von dir zu sehen, mehr durch dich zu erleben, Vater. Wir danken dir, Jesus, Herr. Du bist mit uns auf dem Weg, Jesus, Herr. Es ist ersichtlich, Herr. So wollen wir unser Vertrauen, unsere Herzen heute öffnen, Vater, Herr. Wir wollen vor dich treten, Jesus, Herr. Herr, und wir sagen, sprich zu uns, Vater. Sprich zu uns durch dein Wort. Sprich zu uns im Gebet. Sprich zu uns, Vater. Lass dein Wort heute wirksam werden, Vater, Herr. Denn dein Wort ist wirksam, schärfer und lebendig. Jedes zweischneidige Schwert, um zu trennen,
Seele und Geist, Mark und Gebein. Ja, dass es uns zum Richter der Gedanken und Gesinnungen wird. Halleluja. So wollen wir ja, uns öffnen vor dir und sagen, Herr, sprich zu uns. Sprich zu uns. Sprich zu uns durch dein Wort. Sprich zu uns, o Herr. Halleluja. Ja, ich möchte hören von dir. Ich möchte hören, Vater Jesus, Herr. Ich will nicht abgelenkt sein, Vater, Herr. Mein Herz erkenne den Herrn. Mein Herz erkenne die Wahrheit. Mein Herz erkenne, alles, was mich hindert, nimm es weg, nimm es von mir, nimm es von mir, nimm es von mir, nimm es von mir. Nimm es von mir, Vater, nimm es von mir, nimm es von mir. Halleluja. Halleluja, Vater. Halleluja. 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 Herr, wir geben dir die Ehre. Ich danke dir, dass wir in Lobpreis vor dir stehen durften, dass wir dir singen durften und dir die Ehre geben durften, die dir allein gebührt. Du bist der König der Könige und der Herr aller Herren. Du sitzt auf dem Thron und alles beugt sich vor dir. Ja, so stehen wir vor dir und wir beugen uns. Wir stehen vor dir, o Herr, und wir beugen unsere Knie. Denn du bist der allmächtige Gott. Du bist der, der spricht. Und es geschieht. Halleluja. Der spricht und alles leistet dir Gehorsam. Ob es will oder nicht, aber alles muss dir dienen. Alles muss sich vor dir beugen. Jede Zunge, ob sie will oder nicht, aber sie muss bekennen, dass du der Herr bist. Ja, jeder muss klein beigeben vor dir. So kommen wir klein vor dich. So kommen wir demütig vor dich. Oh, so wollen wir unsere Schuhe ausziehen. Ja, alles, was vom Alltag an uns geben wir, legen wir ab, wie wir uns bewegt haben. Wir legen alles ab. Wir ziehen unsere Schuhe aus. Wir kommen an den heiligen Ort. Ja, so wie man wenn man bei jemandem das Haus betritt, man zieht seine Schuhe aus. So ziehen wir unsere Schuhe aus, denn wir sind im Haus des Herrn. Wir sind in deiner Gegenwart. Ja, wo du wirkst, wo du redest, wo nicht unser Programm zählt, sondern dein Programm allein. Dein Programm allein, dein Wille allein. Oh, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. So geschehe er hier an diesem Ort. Oh, alle Ketten werden gesprengt. Alle Fesseln der Finsternis werden gesprengt. Oh, Reka Santa Bereka Bamarekis. Rabebebe Shantoreaba. Marebe Karokosa. Marika Sotore. Setelebebe Mera. Shatolokata Teke. Oh, Herr, wir sind hier als deine Knechte, als deine Diener. Oh, Herr, wir wollen tun, was in deinem Wort steht. Herr, was du uns aufträgst, wo du uns sendest, wir wollen dir dienen. Wir wollen gehen. Wir wollen gehen. Wir wollen sagen, Herr, hier sind wir. Sende uns. Oh, sende du uns. Sare katele bebe me satere. Shokaba meroshete. Shote setele kaba baba 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 reketo katika ruke abamaka. Halleluja. Oh, sete. Seto roko bebe satara. Kara hora kakare. Reke ranara. Oh, danke, Jesus. Danke, danke. Oh, hab Erbarmen mit uns an diesem Abend. Hab Erbarmen mit mir. Hab Erbarmen, oh Herr. Hab Erbarmen, oh Herr. Oh, rede du zu uns. Rede du. Rede du. Berühre du mein Herz. Berühre unsere Herzen. Verändere uns. Ja, wie wir es gesungen haben. Herr, wir wollen weich sein. Wir wollen formbar, biegbar sein. Herr, forme du uns. Forme du uns, oh Herr. Oh Herr, wir gehören dir. Wir gehören dir. Oh, wir gehören dir, Jesus. Oh, wir gehören dir. Wir gehören dir. Oh Herr. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus, Halleluja. Oh Jesus, Halleluja. Oh, gepriesen bist du, Jesus. Gepriesen bist du, Jesus. Gepriesen bist du, Jesus. Halleluja. Oh, rekata baba baba. Merekasita kata baba baba.
Gepriesen bist du, Jesus. Gepriesen bist du, Jesus. Halleluja. Gepriesen bist du. Alles in mir lobe den Herrn. Alles in mir lobe den Herrn. Meine Seele, ich rede zu dir. Und ich befehle dir, den Herrn zu loben. Alle meine Gedanken, ich spreche zu euch. Und ich befehle euch, auf Jesus Christus allein ausgerichtet zu sein. Alle meine Gedanken, ihr sollt auf Jesus Christus aus sein. Halleluja. Oh, meine Seele, lobe den Herrn. Mein Herz, lobe den Herrn. Alles in mir, lobe den Herrn. Oh, alles in mir, lobe dich, Jesus. Oh, ich lobe dich mit allem, was ich habe. Mit allem, was ich bin und habe. Ich lobe dich, Jesus. Ich lobe dich, Jesus. Halleluja. Ich lobe dich, oh Herr. Ich lobe dich, oh Herr, mein Gott. Mein Fels, der mein Haupt emporhebt. Mein Schild, mein Fels, meine sichere Burg. Oh, den Herr, den Hochgelobten, rief ich an. Und ich werde errettet von allen meinen Feinden, von allen meinen Widersachern. Oh, Halleluja. Ich danke dir, Herr. Wer auf dich hart, wird nicht zu schanden. Wer auf dich baut, wird es nicht zu bereuen haben. Oh, Halleluja. Oh, ich danke dir, Herr. Dir die Ehre, Jesus. Dir die Ehre, Joreke, Bebebesa. Marebebesa, Tireke, La Raba, Mama, Seke, Rebebebesa, Takaho. Rebebebesa, Takasi, Anta, Baba. Marebe Santile Rebaba Marebe Bebe 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 Santa Rekababa Bebe Kora Bebe Kalakashi Koka Baba Santi. Oh Jesus, oh du allein, Jesus, du allein, nur dich allein wollen wir sehen, nur dich allein wollen wir hören. Oh, wir wollen auf dich allein hören heute Abend, wir wollen deine Stimme hören. Oh Herr, wir wollen mehr und mehr sehen und erkennen, wie du bist, wie gut du bist. Deine Freundlichkeit, deine Güte, deine Langmut, deine Heiligkeit, deine Gerechtigkeit, dein Feuer, deine Kraft. Oh Herr, wir wollen tiefer gehen als je zuvor. Herr, ich will mehr sehen als je zuvor. Halleluja. Halleluja, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Dir die Ehre, Jesus. Dir die Ehre, Jesus Christus. Dir die Ehre, mein Gott. Mein Gott und König. Oh, Herr. Herr der Herren. Herr der Herrscher, Halleluja, Halleluja, Mata Bakara, Rebe, Bebe, Bebe, Sato Kobaba, Maseka Baba, Baba, Sheko Leki, Kebe, Bebe, Masete, Lebe, Bebe, Bebe, Shela, Shona, Shia, Sio, Kababa, Sita, Kaba, oh, ich preise dich. Ich danke dir, Herr, für alles. Ich danke dir, Herr, für deine Gnade. Deine Gnade ist Schirm und Schild. Allen, die auf dich hoffen, allen, die auf dich harren. Oh Herr, danke. Danke, Jesus. Danke. Rebe, Beme, Me, Santa, Baba, Masi, Yanto, Kuba. Masi, Tebe, Yakaba. Oh Herr, ich freue mich auf dein Kommen. Ich freue mich auf den Tag, wo ich dich sehen darf. Wo ich von Angesicht zu Angesicht vor dir stehen darf. Oh Herr, ich freue mich auf diesen Moment, wo ich niederfallen darf zu deinen Füßen. Halleluja. Oh, wo ich dich umarmen kann, wo ich dir Dank sagen kann, wo ich zu dir sagen kann, oh Herr, dass ich dich liebe und dass ich so froh bin, dass du mich zuerst geliebt hast. Ich danke dir, Herr. Oh, ich werde dich sehen. Ja, meine Augen werden dich sehen, ohne dass ich dir fremd sein werde. Ja, in deinem Blick, es wird klar sein, es wird zu erkennen sein, dass du jeden kennst, alle, die dein sind. Du kennst deine Schafe, du rufst uns mit Namen, du kennst uns. Oh, du kennst uns. Oh, du trägst uns. Oh, du hilfst uns. Oh, du richtest uns auf. Du führst uns. Oh, Herr, du veränderst uns. Und du holst uns zu dir. Danke, Jesus. Oh, ich habe deine Erscheinung liebgewonnen. Oh, Herr, wir haben deine Erscheinung liebgewonnen.
und wir warten auf dein Kommen. Wir warten auf dein Kommen, Herr. Oh, wir warten auf dein Kommen, Herr. O rebebe me saraba shele kaba salele be ko kabele be ko le pe ko le bebe ke ka po bele ke halleluja Hosianna dem Sohn Davids, Hosianna dem Sohn Davids, Hosianna dem Sohn Davids, Hosianna, Hosianna dem Sohn Davids. Oh halleluja, rebebe shata seta baba. Oh Herr, wir wollen heute Abend deine Güte, deine Freundlichkeit schmecken. Wir wollen hineintauchen und sehen die Liebe, die Tiefe, die Länge, die Breite, die Höhe deiner Liebe zu uns, deines Wortes und was du vorbereitet hast. Oh Herr, als deine Diener stehen wir vor dir. Ja, hier sind wir, sende du uns. Oh, rebebebebe, Santa Kababa. Masete rebebebebe, ke Santa Kobebebebebe, Karababa. Hallelujah. Oh Herr, danke für deine Gegenwart. Danke für deine Gegenwart, Herr. Oh, wir erfreuen uns an dir. Danke, dass du hier bist. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh Herr, wir wollen nicht gehen aus deiner Gegenwart. Wir wollen nicht gehen, Herr. Wir wollen bleiben vor dir. Wir wollen dich anbeten, Herr. Danke, Herr. Berühre unsere Herzen. Ja, wir öffnen unsere Herzen vor dir. Komm und fülle unsere Herzen. Komm und fülle unsere Herzen, Herr. Halleluja. Reke santo ko bebe bebe santo re bebe bebe si. Sete bebe 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 ka ba 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 santo ko si te ka si ta. Bebe 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 santo ko ba 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 si ke re ka ba 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 sa. Ma se bebe bebe reke bebe. Rebe ke santa reke bebe me sara. Rebebe me rekasito koba ma rekasante lebebe. Halleluja. Rekababababa. Halleluja. Ma reb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 e santa katarababababa. Rebebebebebebe ra. Halleluja, Yeshua. Pirababababa si anta rebebebe. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja. Herr, wir danken dir. Wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, der Herr, dass du redest. Wir danken dir, Herr, dass du hier bist, mitten unter uns, dass du etwas vorbereitet hast. Rede du, oh Herr, rede du zu uns. Jesaja 45. Da heißt es, ich habe bei mir selbst geschworen. Jesaja 45, Abvers 23.
Ich habe bei mir selbst geschworen. Aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen. Ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Und dann redet der Prophet. Nur in dem Herrn wird man von mir sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Nur in dem Herrn werde ich sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. In ihm wird man kommen, zu ihm wird man kommen, aber beschämt werden alle, die sich gegen ihn auflehnen. In dem Herrn wird gerechtfertigt werden und sich rühmen der ganze Same Israels. Halleluja. Nur in dem Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Es ist etwas, was der Herr selbst hier proklamiert hat. Nur in dem Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Halleluja. Du hast keine eigene Gerechtigkeit. Du hast keine eigene Gerechtigkeit. Nur in dem Herrn. Du hast keine eigene Stärke. Aus dir selbst heraus kann nichts kommen. Nur in dem Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Danke, Herr, dass wir alles von dir empfangen. Wir empfangen von dir Gerechtigkeit. Wir empfangen von dir Stärke. Ja, jedes Wort aus deinem Mund ist Leben. Jedes Wort aus deinem Mund, es ist unsere Nahrung, unsere Speise. Es ist das, wovon wir leben. Alles, was du uns gibst, ist das, was wir brauchen. Und so wollen wir es empfangen, Herr. Danke, Herr, mein Gott. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Ich danke dir. Halleluja. Amen. Brauchen mehr Musik am Donnerstag. Amen. Ich noch einen Eindruck weitergeben. Amen. Ich hatte gleich einen Eindruck wie Tobi. Mein Eindruck war, get your heart right. Bring dein Herz an den richtigen Ort. Wenn du nicht noch gar nicht umgekehrt bist in deinem Leben, wenn du nicht richtig wiedergeboren bist. Ich weiß, ich fühle mich auf Englisch. If you're not truly born again, I feel like I should tell you, repent today and get your heart right. Today's the day to get your heart right. If you never really turn to God and see him in glory and in holiness, and you didn't see change in your life, du hast nicht gesehen, wie sich dein Leben verändert hat, du hast nicht gesehen, wie sich dein Charakter verändert hat, du hast nicht gesehen, wie die Wege Gottes gestartet haben in dein Leben. Die einzige Gerechtigkeit kann nur dann kommen. Alles, was vorher geschehen ist, bevor du Buße getan hast, jedes gute Werk ist nichts, weil erst in Gott, in seiner Heiligkeit, in seiner Kraft kann es starten, kann die Kraft starten. Alle Gaben der Sehens, der Träume, der Prophetie, alles, was aktiv war, bevor du dein Leben Jesus gegeben hast, bevor du dein Herz in die richtige Position gebracht hast, schmeiß es in den Müll und fang heute neu an. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Ich studiere manchmal sehr gerne einzelne Bücher und Kapitel und Stellen. Und es ist so wunderbar, da tiefer reinzugehen. Aber heute will ich über eine Person reden. Eine, mit der ich mich sehr gut identifizieren kann, weil es war auch ein junger Mann. Und ich achte mich noch als jung. Und zwar über den Timotheus. In Apostelgeschichte 16, da lesen wir zum allerersten Mal von Timotheus. Timotheus, Paulus hat später noch zwei Briefe an ihn geschrieben. Ist ein wunderbarer junger Mann gewesen, der bereit war, sein Leben in den Dienst für Gott zu stellen. Wenn man sich das Leben einzelner Personen manchmal betrachtet, zum Beispiel bei Paulus, ja, da macht es natürlich viel Sinn, die Apostelgeschichte durchzugehen, ab da, wo man von Paulus liest, wie er von Saulus zu Paulus wurde. Es macht auch Sinn, manchmal einzelnen Briefen nachzuschauen, weil auch ein Brief gibt Aufschluss über den Autor. Natürlich war es der Heilige Geist, der gewirkt hat, aber du siehst einen Unterschied, wenn er durch einen Paulus was aufschreiben lässt oder durch einen Petrus. Das ist was vollkommen anderes auf einmal gewesen. So kannst du auch von den Briefen viele Rückschlüsse ziehen und bei Timotheus, wir sehen, wie er immer wieder auftaucht. Lass es uns erstmal lesen in Apostelgeschichte 16 in den Versen 1 bis 3. Die Rede ist von Paulus, kam aber nach Derbe und Lystra
Und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden um der Juden willen, die in jener Gegend waren. Denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Halleluja. Hier lesen wir zum allerersten Mal von Timotheus. Und das Erste, was mir ins Auge gesprungen ist, es heißt nicht, er kam nach Derbe und Lystra und siehe, dort war Timotheus, ein junger Mann voll Glauben. Nein, dort war ein Jünger namens Timotheus. Er wird uns zum allerersten Mal mit seinem Wesen eigentlich vorgestellt. Er war ein Jünger. Schaut, es ist, als würde ich gehe irgendwo hin und da ist Daniel und ich sage, hier ist der Jünger Daniel. Es ist unnormal, du würdest mich anschauen und sagen, Jünger? Sag wenigstens Bruder, das ist normal, das verstehen wir noch. Das ist der Bruder so und so. Nein, es heißt hier der Jünger namens Timotheus. Wisst ihr, in der Apostelgeschichte taucht oftmals Jünger auf. Es ist interessant, in den Briefen kein einziges Mal Jünger. Jünger ist etwas, was sehr oft in den Evangelien und auch noch in der Apostelgeschichte vorkommt. Und es kommt immer darauf an, wie es verwendet wird. Plural, die Jünger, ist was ganz anderes auf einmal. Nämlich, das ist quasi eine allgemeine Beschreibung. So wie wenn ich sagen würde, wir waren in Mannheim und wir haben dort Christen getroffen. Ja, wir haben halt dort Menschen getroffen, die sich Christen nennen. Ob sie jetzt wirklich alles so mit dem Herrn wandeln oder nicht, das sage ich ja damit gar nicht aus, damit gehe ich gar nicht ein. So ist es mit Jünger im Plural. Aber im Singular ist es was ganz anderes. Schaut, wenn ich irgendwo hingehe, ich mache zum Beispiel einen Wochenendausflug, ich gehe nach Hamburg und ich komme, dann erzähle ich dir, hey, ich habe dort einen Christen getroffen. Dann kannst du davon ausgehen, dass es kein Namenschrist ist. Sonst hätte ich das anders formuliert. Ich habe einen getroffen, der war in einer Gemeinde, so und so. Dann hätte ich das alles anders genannt. Aber wenn ich komme und ich sage, ich habe jemanden getroffen, ein Christ namens Timotheus, ein Christ namens Andreas und so weiter. Ja, dann war das wirklich ein Christ. Wenn ich aber komme und sage, ich war in Hamburg und ich habe dort Christen getroffen, dann habe ich vielleicht 10 Leute getroffen, davon waren 7 echte Christen und 3 waren halt Mitläufer, waren noch so an der Schwelle des Hauses, sind noch im Entscheidungsprozess oder Namenschristen eben. Wenn ich aber Singular von Jünger rede, dann war das auch wirklich ein Jünger. Der Plural beschreibt die Gruppenzugehörigkeit, Singular beschreibt die Charaktereigenschaft. Und wenn man sich das anschaut in der Apostelgeschichte, gibt es 3 Personen, die Jünger genannt werden. 3 Personen, wo es explizit heißt, sie waren Jünger. Und der Erste, ich lasse euch nicht ran, das wäre unfair, der Erste ist Ananias. Nicht der Ananias mit der Frau Sapphira, sondern der richtige Bekehrte. Also Ananias und Sapphira waren bekehrt, das will ich nicht in Abrede stellen, aber derjenige, der auch treu geblieben ist mit Gott. Ananias aus Kapitel 9. Der Ananias, der in Damaskus gelebt hat, und dann ist da dieser Paulus auf dem Weg nach Damaskus gewesen, um dort die Christen zu töten. Und die Christen haben das gewusst. Die Christen sind ja auch extra geflohen vor diesem Saulus. Und der Saulus hat sich auf den Weg gemacht. Unterwegs begegnet er Jesus Christus. Jesus sagt zu ihm, warum verfolgst du mich? Paulus wird mit Blindheit geschlagen. Schau, er war noch nicht bekehrt. Er war bereit dazu. Er wurde gedemütigt von Gott. Und jetzt hat er gewartet. Gewartet auf einen wie Ananias, der kommt und ihn aus seiner Finsternis herausholt. Viele hätten jetzt Angst gehabt. Berechtigterweise hätte man sehr große Angst vor Saulus haben müssen. Schaut, Saulus war es nicht genug in Jerusalem, wo es tausende Christen gab. Tausende Christen. Wisst ihr, offensichtlich hat er dort das Meer schon mehr und mehr ausgedünnt, dass er woanders auf einmal die Menschen fangen und töten wollte. Er reist extra nach Damaskus, um dort Christen zu töten. Ananias war ein Jünger, heißt es
In der Apostelgeschichte 9, Vers 10, da heißt es: Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht: Ananias. Er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand, und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde. Da antwortete Ananias: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und er hat Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehen wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Wisst ihr, jemand musste zu Paulus gehen. Oder Saulus hieß er noch. Jemand musste zu ihm hingehen. Gott wollte einen Menschen benutzen. Schaut, er ist begegnet Jesus Christus selbst, diesem Saulus. Und dann lässt er den Saulus aber blind zurück. Und dann will er einen hinschicken. Und da kann er nur einen Jünger nehmen. Einer, der bereit ist zu gehen. Schaut, wir lesen vorher und nachher nicht mehr von Ananias. Wir wissen nicht, wie Gott ihn noch hat gebrauchen können. Wir wissen eigentlich so gut wie nichts. Er taucht nie groß auf. So ist ein Jünger. Er ist gehorsam. Er muss nicht groß in Erscheinung treten. Er muss nicht irgendwie sich profilieren. Er muss nicht bekannt sein. Er strebt nicht danach, bekannt zu sein. Aber er will tun, was sein Meister fordert. Das ist ein Jünger. Ananias hört im Traum, wie eine Stimme kommt und sagt: Ananias. Wisst ihr, hier hieß es nicht: Ananias, hier ist Jesus Christus, dein Herr. Ananias. Und er erkennt die Stimme seines Herrn. Wisst ihr, wir lesen oft diesen Vers, wo es heißt, Jesus, er erkennt seine Schafe. Er kennt seine Schafe, aber es heißt auch wiederum, die Schafe kennen ihren Hirten und folgen ihm nach. Halleluja, es sind Jünger. Jünger, die die Stimme ihres Meisters hören und nachfolgen. Ananias hört die Stimme seines Herrn und er sagt sofort: Hier bin ich, Herr. Hier bin ich, Herr. Der zweite, von dem wir explizit lesen, dass er ein Jünger war, ist Paulus. Im selben Kapitel in Vers 26, wo es nämlich heißt, dass andere nicht glauben konnten, dass er ein Jünger war. Ein Jünger braucht keine Bestätigung von außen. Ein Jünger muss sich nicht beweisen. Ein Jünger muss nicht sein Recht suchen. Ein Jünger weiß, wer sein Herr ist und wem er dient. Alles andere ist irrelevant. Und die dritte Person, von der wir explizit lesen, dass sie Jünger war. Natürlich waren viele andere auch Jünger. Aber die dritte Person in der Apostelgeschichte, von der wir das lesen, ist eben Timotheus in der Apostelgeschichte 16. Ein junger Mann, der bereits auf dem Weg der Nachfolge war. Er war bereits ein Jünger. Ein Jünger folgt seinem Meister irgendwo hin. Wohin der Meister auch geht, der Jünger geht mit ihm. Wenn der Meister sagt, geh und tu dies, der Jünger tut es. Der Meister lehrt seine Jünger und die Jünger sind beim Meister und sie hören zu. Sie hören zu. Sie schnappen alles auf. Sie versuchen alles abzuspeichern. Sie versuchen alles irgendwie zu lernen, sich zu merken und danach zu handeln. Ein Jünger will sein. Danke dir. Ein Jünger will sein wie sein Meister. Und so war Timotheus schon ein Jünger. Er wurde nicht erst zum Jünger durch Paulus, sondern er war bereits ein Jünger. Er war bereits ein Jünger. Wenn wir in den zweiten Timotheusbrief gehen, dann, wir haben es in Apostelgeschichte 16 schon gelesen, er hatte eine jüdische Mutter und einen griechischen Vater. Eine sehr interessante Kombination, was dazu kommen wir später noch. Das hat ihn nämlich in eine sehr verzwickte Lage gebracht. Was war er jetzt? War er Jude? War er Heide?
Aus Sicht der Juden war er ganz eindeutig ein Israelit. Er war eindeutig ein Jude. Der Sohn einer jüdischen Frau ist ein Jude. Aber da er gleichzeitig Sohn eines griechischen Vaters war, galt er gleichzeitig als Bastard. Das ist keine Beleidigung, sondern so hat man sie damals tatsächlich genannt. Wenn wir etwas näher schauen in 2. Timotheus 1, in Vers 5, da sehen wir mehr über seine Kindheit. 2. Timotheus 1, Vers 5. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Und wir gehen ins 3. Kapitel, 2. Timotheus 3, 14 und 15. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Timotheus hatte zwei geistliche Mütter gehabt. Es war zum einen seine Oma und zum anderen war es seine leibliche Mutter. Die hatten zum einen einen ungeheuchelten Glauben. Ich kann mir vorstellen, dass es bei der Eunike, vielleicht war das so gewesen, dass sie in jungen Jahren noch nicht so ganz in den Wegen des Herrn gewandelt ist, dass sie quasi den Timotheus mit einem Griechen eben gezeugt hat. Aber zumindest dann in der Kindheit, in der Erziehung. Okay, Halleluja. Da war sie dann wieder voll dabei und hatte einen ungeheuchelten Glauben. Und dann sehen wir, dass die ihm das Wort Gottes nahegebracht haben. Sie haben ihn das Wort Gottes gelernt. Die Heiligen Schriften, heißt es, kennt er von Kindheit an. Von Kindheit an. Es ist wunderbar zu sehen, wie er schon von klein auf vertraut war mit dem Wort Gottes. Wisst ihr, es gibt Männer und Frauen Gottes, die dir helfen können, weit voranzukommen. Aber Paulus macht es an dieser Stelle deutlich, das Wort Gottes. Schaut, was sagt er? Es hat die Kraft, dich weise zu machen. Er sagt nicht, ja, das Wort Gottes, es bringt dir die Basics bei und dann sei in der Nähe von Männern und Frauen Gottes, denn da kommt Weisheit her. Nein, alles kommt aus dem Wort. Es sagt, das Wort hat die Kraft, dich weise zu machen. Zur Errettung. Und dann geht er weiter, diese so bekannten Verse. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Schaut, er hatte geistliche Mütter. In Paulus hat er jetzt noch den geistlichen Vater gefunden, den er gebraucht hat. Aber Paulus macht es an dieser Stelle deutlich, du musst das Wort haben. Du brauchst das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat Kraft, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben. Es ist nützlich, Belehrung, Überführung, Zurechtweisung, Erziehung in der Gerechtigkeit, damit man völlig ausgerüstet ist. Völlig ausgerüstet. Ja, schau, es gibt Gemeinden, die können dir weit helfen. Ja, wir wollen eine solche Gemeinde sein, die Brüdern und Schwestern hilft, weit zu gehen mit Gott. Halleluja. Aber schlussendlich brauchst du das Wort Gottes. Es gibt Männer und Frauen Gottes, die können dir helfen, weit zu gehen. Aber schlussendlich brauchst du das Wort Gottes. Du brauchst das Gebet, diesen Austausch mit Gott. Alles, ja, schau, es ist so wie ein Auto kann dir helfen, weit zu gehen. Amen. Aber du brauchst auch noch Benzin. Dann ist eine Straße auch ganz förderlich. Halleluja. Aber ohne ein Auto, was nützt es dir, wenn du eine Autobahn hast? Eine Autobahn ist wunderbar für ein Auto. Ich bin von zu Hause bis hierher in 20 Minuten. Halleluja. Nimm die Straße weg und ich muss übers Feld fahren, dann brauche ich 2-3 Stunden. Aber was nützt es, eine Autobahn zu haben ohne ein Auto? Halleluja. Ohne Benzin, nachgetankt, immer wieder. Schaut, so ist es mit der Gemeinde. Halleluja, sie ist wie eine Autobahn. Männer und Frauen Gottes, sie sind wie die Straße. Man kann schneller vorangehen. Man kommt weiter. Man erfährt Hilfe.
Man empfängt Unterstützung, man empfängt Ermahnung, man empfängt Zurechtweisung. Aber schlussendlich, du brauchst ein Auto, das getankt ist. Es ist das, was du in deiner stillen Zeit durch Wort und Gebet hast. Es ist Jesus Christus, der, mit dem du gehen musst. Wir lesen hier, dass Paulus in Lystra dem Timotheus begegnet. Aber tatsächlich war Paulus wieder zurückgekommen nach Lystra. Er war dort schon einmal gewesen. Das heißt, an sich, er kannte schon den Timotheus. Sie begegnen sich hier nicht zum ersten Mal. Wir lesen nur von einer ersten Begegnung. Als Paulus zum ersten Mal nach Lystra kam, wisst ihr, was da passiert ist? Es ist viel passiert in Lystra. Er wurde gesteinigt. Paulus wurde dort gesteinigt, nachdem man ihm zuvor als Gott verehren wollte. Es ist Lystra, so eine paradoxe Stadt. Schaut, sie kommen dorthin, sie heilen jemanden und dann will man den Paulus und den Barnabas als Götter verehren. Zu Paulus sagt man, du bist Hermes. Warum? Weil er war derjenige, der geredet hat. Er war wie, die haben quasi gesagt, du bist der Götterbote. Und Barnabas soll sogar Zeus gewesen sein. Das muss man sich mal vorstellen. Die höchsten Gottheiten sind quasi dort. Es ist absurd, aber nachdem man den Paulus erst als Gott verehren wollte, nur kurze Zeit später steinigt man ihn. Es war keine versuchte Steinigung, es war eine Steinigung. Der Paulus war tot, aber Gott hat ihn nicht tot gelassen. Er hat gesagt, Paulus, steh auf, deine Aufgabe ist noch nicht fertig. Ja, du wurdest gesteinigt, komm, ich gebe dir neue Kraft, kein Problem. Gott hat ihm quasi einen neuen Körper gegeben. Wir lesen nichts davon, dass Paulus da erstmal wochenlang krank im Bett lag und erstmal wieder zu Kräften kommen musste. Nein, so war es nicht mit dem Paulus. Gott hat ihm wieder ganz neue Kraft gegeben. Halleluja. Aber das war Lystra. Das war ein Kessel. Da ging es hoch, da ging es heiß her. Halleluja. Lystra war eine Stadt, wenn du dich zu Jesus bekannt hast, ab dem Moment, wo Paulus da war. Die Stadt war zwiegespalten. Da waren die Jünger und sie waren gestärkt, heißt es. Sie wurden gestärkt. Sie waren stark mit Jesus Christus. Sie haben sich dadurch nicht beirren lassen. Aber da waren die einen, die haben Paulus gesteinigt. Und da waren die, die fest und die Feuer hatten im Heiligen Geist. Lystra war eine brenzlige Stadt. Und Timotheus war dort. Wisst ihr, es ist so interessant. Die Frage ist, warum ging Timotheus nicht beim ersten Mal mit? Schaut, beim ersten Mal war noch ein Johannes Markus dabei oder auch Markus einfach nur genannt. Die Stelle des jungen Mannes, der junge Begleiter, der Diener ist, der lernt und so weiter, die war belegt. Die war schon besetzt von Johannes Markus. Aber das war für Timotheus kein Problem. Timotheus kann warten, denn ein Jünger findet im Reich Gottes immer einen Job. Ein Jünger findet im Reich Gottes immer einen Platz. Gott hat immer Verwendung, wenn du seinen Willen tun willst. Schau, denke nicht, ich sitze hier seit 3, 4, 5 Jahren in der Gemeinde. Ich hocke mich fast immer auf denselben Stuhl. Es sei denn, jemand kommt mal und erdreistet sich auf meinen Platz zu setzen. Aber ansonsten ist es mein Platz. Aber ich hocke hier seit 3, 4 Jahren. Und die Schwester darf nach vorne, der Bruder darf nach vorne, der ist erst neu dazugekommen, der darf schon Gebet leiten. Was ist, warum sieht niemand meine Talente? Warum sieht niemand, wo ich dienen kann? Warum will man mich blockieren im Dienst? Schau, so sind nicht die Gedanken eines Jüngers. Ein Jünger sagt, ich werde meinem Gott dienen, wo er mich einsetzen will. Wenn Gott sagt, diene, wenn Gott sagt, hier, Melody ist berufen zum Dienen, Lovely ist berufen, da zu dienen, niemand kann hindern, niemand kann das stoppen. Wenn Gott sagt, Birchan, Linda, Holger, hier wird gedient, niemand wird es hindern können. Gott hat immer Verwendung für Jünger im Reich Gottes. Johannes Markus war bei der zweiten Missionsreise, wo Paulus nach Lystra kommt und den Timotheus findet, nicht mehr dabei. Er ist nämlich bei der ersten Missionsreise unterwegs, hat er gestoppt und ist zurückgegangen. Es war ihm zu viel gewesen auf einmal. Er musste kehrt machen. Und es war jetzt nicht aus einem nachvollziehbaren Grund,
sonst hätte Paulus den ja auch nachvollziehen können, sondern als sie dann, als Paulus und Barnabas aufbrechen wollen zur zweiten Missionsreise, will der Barnabas den Markus wieder mitnehmen und Paulus sagt, nein, nein, der musste umkehren. Der war nicht manns genug mitzugehen, den ganzen Weg. Für den war das zu viel. Wir können ihn nicht mehr mitnehmen. Wisst ihr, Paulus hat etwas gelernt, nämlich nicht jeder kann mitgehen. Nicht jeder kann mitgehen. Und man kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber vielleicht war das, was in Lystra passiert ist, für den Markus zu viel gewesen. Wenn ich mir anschaue, was sonst noch auf der ersten Missionsreise passiert ist, dann wüsste ich jetzt nicht, was ihn sonst so groß davon hätte abhalten können. Ja, es waren Schwierigkeiten. Ja, es gab Widerstände von den Juden und so weiter. Aber das, was in Lystra passiert ist, das war größer als alles andere. Wisst ihr, er hat nicht nur gesehen, Paulus wurde gesteinigt, sondern er wurde erst als Gottheit verehrt. Alle haben ihn erst zugejubelt, alle wollten ihm quasi wirklich bedingungslos die Ehre geben. Wisst ihr, wenn man sagt, das sind Zeus und Hermes, das ist so, wie wenn ich sage, Gott ist der Größte aller und ich gehorche ihm, ich stehe vor ihm. So sind die Heiden gekommen und haben gesagt, das sind die größten Götter. Ja, damit hätten sie vollkommen gehorsam sein müssen. Wisst ihr, von absolutem Gehorsam, von voller Demütigung vor vermeintlichen Göttern, vor wir opfern, wir veranstalten einen Feierzug, wir schlachten Ochsen und wir geben euch die Ehre, wir tragen euch auf Händen und Füßen, was auch immer ihr redet, es ist ein Wort Gottes, zu ein paar Tage später werden die Menschen aufgestachelt von einer Gruppe, die kommt und einfach Lügen verbreitet und dann steinigen sie ihn. Wisst ihr, das ist das, was im Leben eines Mannes und einer Frau Gottes nun mal oftmals der Fall sein kann. Vor allem in Deutschland. Es ist sehr interessant. Du kannst im selben Atemzug gelobt und als Irrlehrer dargestellt werden. Ich weiß nicht, ob das sonst noch groß möglich ist, außer in Deutschland. In Deutschland ist es wirklich was Besonderes hier. Es heißt, boah, tolle Predigt, super, aber da hast du eine falsche Lehre verkündigt. Ja, warte mal. Wenn es wirklich toll war, wie kann ich eine falsche Lehre verkündigt haben? Was jetzt? Eins von beidem. Sag jetzt, entweder es war toll oder es war eine Irrlehre. Aber entscheide dich. Das ist Deutschland. Man kann dich himmelhoch loben und im nächsten Moment fällt man einem den Rücken. Es ist nicht nur in Deutschland. So wirkt der Feind in den Menschen gegenüber Männern und Frauen Gottes. Im einen Moment loben. Es soll Stolz bewirken. Es soll bewirken, dass man von etwas von sich hält. Ja, schau, mein Auftreten war wie das eines Gottes. Ja, natürlich hätte man mich für Hermes halten können. Barnabas, Zeus, ja, nur weil du nicht so viel redest. Eigentlich war ich ja mehr. Hermes ist nachvollziehbar. Ich bin aufgetreten. Es soll Stolz bewirken. Es soll bewirken, dass man auf einmal denkt, ich habe Vollmacht, aber nicht die richtige Vollmacht von Gott. Hier sind Menschen gekommen, die dich für Hermes gehalten haben. Jetzt zu denken, ja, ich habe halt mit Vollmacht geredet, wäre falsch. Wenn das nicht funktioniert, versucht der Feind Option B. Und es sind, schaut, was für extreme Optionen sind das. Zum einen loben, als wäre man ein Gott. Und im nächsten Moment steinigen, als wäre man ein krimineller Verbrecher. Ja. Satan geht radikal mit Männern und Frauen Gottes um. Und für Markus war das wohl zu viel, aber nicht für Timotheus. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Markus davon abgeschreckt wurde, aber ich weiß, dass Timotheus davon nicht abgeschreckt wurde. Timotheus hat das mit eigenen Augen miterlebt. Er hat genau gesehen, wie und was passiert ist, wie sich auf einmal die Einstellung des Volkes gewandelt hat. Vom einen ins andere Extrem. Wie Paulus, der Mann Gottes, behandelt wurde. Er ließ sich davon nicht abschrecken. Er ließ sich nicht abschrecken. Und dann, und nicht nur davon hat er sich nicht abschrecken lassen. Stell dir vor, du bist hier, ein Mann Gottes kommt zu Besuch. So der Herr will, wird bald Dr. Odessel hier sein. Halleluja. Wir dürfen es auch im Gebet vorbereiten. Jetzt stell dir vor, der Mann Gottes kommt hierher und du fällst ihm auf. Und dann kommt er zu dir und sagt, ja, der Herr hat zu mir gesagt, du sollst mit mir ziehen.
Du sollst quasi unter meinen Fittichen sein, im Dienst angeleitet werden, aber wir müssen vorher dich beschneiden. Frauen können es vielleicht nicht so ganz nachvollziehen. Es muss schlimm sein, ich musste das nicht über mich ergehen lassen, im Mannesalter beschnitten zu werden. Was für eine Auswirkung das hat, siehst du in 1. Mose, wo die Einwohner der Stadt Sichem sich beschneiden lassen, weil der eine hat sich verguckt in die eine Tochter von Jakob und will die heiraten. Und zwei Söhne, die dann sagen, Simeon und Levi, ja, ihr müsst euch beschneiden lassen, damit wir quasi ein Volk sind und uns vermischen können, müsst ihr euch beschneiden lassen. Alle Männer der Stadt lassen sich beschneiden. Und da kommen Simeon und Levi. Zwei Männer bringen alle Männer von Sichem um. Wisst ihr, das waren nicht eher die 12 Geschwister kommen hier und machen alle platt. Zwei sind gekommen und haben alle Männer einer Stadt umbringen können. So sehen Männer die Beschneidung im Mannesalter erleben. Die sind platt, kannst nichts mit anfangen. Lass sie liegen, die werden wieder. Aber du musst ihnen erstmal Zeit geben. Ja, stell dir vor, jetzt kommt er zu dir und sagt, lass dich beschneiden. Ja, warte mal, warum beschneiden? Wisst ihr, geh in Apostelgeschichte 15 und du siehst eigentlich, wisst ihr, es ist sehr interessant, in Apostelgeschichte 15 fand ein großer Kongress statt und man hat darüber geredet, müssen die Heiden sich an das Gesetz halten oder nicht? Müssen sie sich beschneiden lassen oder nicht? An was müssen sie sich halten? Was soll für sie gelten? Hat man festgelegt, ja, nein, sie müssen sich nicht beschneiden lassen. Sie sollen, dann gab es noch so ein paar Sachen, ja, sie sollen jetzt nicht unbedingt Blut trinken und so. Aber diesen Beschluss, schauen Apostelgeschichte 16 in Vers 4. Als sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von den Aposteln und den Ältesten Jerusalem gefassten Beschlüsse. Das heißt, Paulus kam nach Lystra mit dem Beschluss von den Jerusalemer Aposteln und so weiter, mit dem Beschluss in der Tasche, der gesagt hat, wer an Jesus Christus glaubt, muss sich nicht mehr beschneiden lassen. Timotheus, bitte lass dich beschneiden. Aber warte mal, Paulus, ihr habt das doch alles so ausdiskutiert. Du bist doch extra zu den Aposteln gegangen, du hast doch extra gesagt, ja, die Scheidewand ist weg und man muss sich nicht mehr beschneiden lassen. Du hast es doch verfochten. Und jetzt kommst du zu mir und sagst, Timotheus, lass dich beschneiden. Wisst ihr, hier geht es nicht darum, mach eine Kleinigkeit, trag das von A nach B, putz zwei Wochen die Toiletten. Nein, lass dich beschneiden. Paulus hatte den Beschluss in der Tasche nach dem Motto, das muss gar nicht mehr passieren. Aber Timotheus, du musst dich beschneiden lassen. Er musste sich beschneiden lassen. Wisst ihr, hier geht es um Identität. Zum einen gegenüber den Juden. Denn die Juden konnten berechtigterweise sagen, wer bist du eigentlich? Bist du Jude oder bist du Heide? Schau, du bist der Sohn einer jüdischen Mutter, aber du bist nicht beschnitten. Eigentlich gehörst du zu uns, eigentlich bist du Nachfahre Abrahams, aber du bist nicht Teil des Bundes Abrahams. Was willst du eigentlich von uns? Du bist nicht echt. Das ist doch Heuchelei. Du sagst, du gehörst zum Volk. Du sagst, du glaubst an Gott. Du sagst, Abraham ist dein Vater, aber du bist nicht in seinem Bund. Wie kann das sein? Dieser Bund gilt doch. Wisst ihr, es bestand keinerlei heilsnotwendige Notwendigkeit für ihn, sich beschneiden zu lassen. Es hat sich für ihn auch dadurch an sich nichts verändert. Denkt man. Wisst ihr, es geht nicht nur darum, den Juden ein Jude zu sein und den Griechen ein Grieche. Das ist die Standardauslegung. Den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Welcher andere Grieche, der zum Glauben kam, hat sich beschneiden lassen? Niemand. Niemand. Er sagte sogar, warum lasst ihr euch beschneiden? Wer sich beschneiden lässt, muss wieder unter das Gesetz. Timotheus hat sich nicht beschneiden, Timotheus hat sich seine Beschneidung nicht ausgesucht. Deswegen galt es nicht für ihn. Er hat sich nicht unter das Gesetz gestellt. Aber es geht hier nicht nur darum, den Juden ein Jude zu sein. Sonst hätte sich jeder, der zum Glauben kommt, beschneiden lassen nach dem Motto, damit kann ich den Juden ein Jude sein. Nein. Wisst ihr, von der Identität war er zwiegespalten. Auf der einen Seite war er Jude
und hat zum Volk Israel gehört. Auf der einen Seite war er Sohn der jüdischen Mutter, auf der anderen Seite war er Sohn eines griechischen Vaters. Was war er jetzt? Es geht hier um seine Identität. Und Paulus hat hier aufgeräumt. Wo war sein griechischer Vater? Wir lesen vom ungeheuchelten Glauben seiner Oma und seiner Mutter und seines Vaters. Wo ist sein Vater? Wo ist sein Vater? Schau, es war kein gläubiger Mensch, sonst hätte er den Timotheus beschneiden lassen. Halleluja, er war nicht gläubig gewesen. Er war nicht mehr da gewesen. Timotheus hat einen Vater gebraucht. Sein leiblicher Vater konnte ihm kein geistlicher Vater sein. Dadurch, dass er sich hat beschneiden lassen, hat er sich losgetrennt vom Erbe seines Vaters. Dadurch, dass er sich hat beschneiden lassen, hat er sich davon losgetrennt und hat sich zu seinem eigentlichen, zu seinem wahren geistlichen Erbe bekannt. Er war der Sohn seiner jüdischen Mutter. Er war ihr Sohn. Durch die Beschneidung wurde aufgeräumt in seinem Leben. Und alles schlechte Verbindungen wurden damit aus dem Weg geräumt. Und natürlich konnte er auch den Juden ein Jude sein. Er galt nun nicht mehr als Bastard, sondern er hat sich quasi bewusst dazu entschieden, ich bin Teil des jüdischen Volkes. Er war damit kein Bastard mehr in den Augen der Juden. Für mich ist es aber auch noch wie ein Gehorsamsschritt, den der Timotheus gehen musste. Schaut, er ist noch keinen einzigen Schritt mit Paulus gegangen. Und dann heißt es, geh und lass dich beschneiden. Noch keinen einzigen Schritt. Wisst ihr, wir wollen manchmal wissen, wie sieht der Weg aus? Was werde ich einmal sein? Ja, dann werde ich auch mal so in den prophetischen Wegen wandeln. Ja, ich hänge mich an Dr. Odessel, er ist ein Lehrer, ich werde ein Lehrer. Ich hänge mich an Pastor Schibi, dann werde ich so, ich hänge mich da dran. Halleluja. Und das sind die Wege. Wir wollen oftmals, bevor wir überhaupt einen Schritt gehen, wollen wir wissen, wo will Gott uns hinführen. Timotheus kannte nicht diesen Weg. Timotheus wusste nicht, was aus ihm mal wird. Er wusste nicht, wie die Pläne und Gedanken Gottes sind oder was Paulus jetzt vorhat. Er wusste das nicht. Aber er ist diesen Schritt gegangen. Hat gesagt, alles klar. Wenn es das noch ist, wenn es das kostet, dass ich nachfolgen kann, dann gehe ich das. Weil ich bin ein Nachfolger. Ein Nachfolger tut, was ein Nachfolger eben tut. Er folgt nach. Er ist gehorsam. Er ist treu. Und er lässt sich nicht beirren, auch wenn es wirklich einem ans eigene Fleisch geht. Er lässt sich davon nicht abschrecken. Lass uns gemeinsam Philipper 2 aufschlagen. Hier sehen wir, wie Paulus Zeugnis gibt über Timotheus. Und es ist ein Zeugnis, wenn ich das lese, ich sage, Halleluja. Wenn man so etwas über mich sagen kann, wenn Jesus mal so etwas über mich sagen kann. Halleluja. Philipper 2, Abvers 19. Philipper 2, Abvers 19. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Das ist ein Zeugnis. Halleluja. Timotheus ist einer, der ein Zeugnis hatte. In Apostelgeschichte 16 lesen wir schon, er hatte ein gutes Zeugnis von denen in Lystra und Ikonium. Hier siehst du Paulus, wie er Zeugnis ablegt von Timotheus. Weißt du, ein Jünger muss nicht nach Zeugnis suchen. Er bekommt es. Er bekommt es aufgedrückt. Und was ist das für ein starkes Zeugnis? Es heißt hier, ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung. Das griechische Wort dafür ist Isopsychos, dieselbe Psyche.
Ist interessant, das ist eigentlich Seele. Psyche ist die Seele. Paulus sagt, er hat dieselbe Seele oder er hat dasselbe seelische Empfinden wie ich. Wenn ich über irgendetwas wütend bin, ist er auch darüber wütend. Wenn ich mich über etwas freue, freut er sich auch. Wisst ihr, wir verstehen uns blind, sagt Paulus, weil ich genau weiß, ich sehe das, er sieht das. Ich muss nicht gucken, wie ist sein Gesichtsausdruck. Verzieht er gerade seine Miene? Ist er gerade freudig? Sieht er gerade, riecht er quasi, da ist was faul? Er wusste, Timotheus nimmt es genauso wahr wie ich. Wir sind auf einer Wellenlänge. Wenn er, wir hören denselben, aber da ist was faul. Timotheus hat es auch schon gesehen. So war Paulus und Timotheus unterwegs. Sie hatten dieselbe Wahrnehmung, dasselbe Empfinden. Halleluja, sie konnten gemeinsam lachen und gemeinsam weinen und es war nichts gestellt. Sie waren, Halleluja, das Wort sagt, ja, eine Seele, Halleluja. Und Paulus geht hier sogar bis ins Extreme. Halleluja. Wisst ihr, am Ende unterschreiben von dem, am Ende richtet er ja immer noch Grüße aus. Auch im Philipperbrief, er richtet Grüße aus. Ja, es grüßen euch alle, alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers, sagt er. Aber hier, mittendrin, da, sie suchen alle das Ehre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wisst ihr, Paulus kanzelt hier nicht alle anderen ab. Er hebt aber den Timotheus hoch. Halleluja. Er macht nicht alle anderen schlecht. Er will nur den Timotheus emporheben. Er sucht nicht das Seine, sondern das, was Christi Jesu ist. Er sucht das, was Christi Jesu ist. Halleluja. Er ist redlich für eure Anliegen besorgt, sagt Paulus. Wisst ihr, er ist nicht einfach nur mitgelaufen. Ah, der Mann Gottes betet hier, ja, ich bete mit. Der Mann Gottes geht hin, ja, ich gehe mit ihm. Wisst ihr, er hat genauso geschaut, wem kann ich helfen, wem kann ich dienen. Ja, wir dienen dem gemeinsam. Wenn wir beten, ja, ich bete mit, Halleluja. Und er hat weiter gebetet für gewisse Personen. Er war besorgt um seine Mitgeschwister. Er hat sich um ihre Anliegen gesorgt. Und er hat nach dem gesucht, was Jesu Christi ist. Es geht noch weiter. Paulus sagt, er hat sich bewährt. Ihr wisst, wie er sich bewährt hat. Wie er, und jetzt kommt es, wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Wie ein Kind dem Vater. Das beschreibt eine innige Beziehung. Es bedeutet, ja, ich vertraue meinem Vater und ich tue, was er mir sagt. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber dann dieses Wort für dienen ist eigentlich, es ist Duleo, das Wort, das eine Sklavenarbeit beschreibt. Er sagt im Endeffekt, er hat wie ein Kind dem Vater mit mir gleich wie ein Sklave aufopfernd gedient. Ein Sklave hinterfragt nicht. Ein Sklave stellt keine Bedingungen. Er sagt nicht, ja, wenn du das tust, dann werde ich dir dienen. So was gibt es nicht mit Gott. Halleluja. Es war zum einen dieses, ja, ich diene meinem Vater. Das gilt zum einen für Paulus als auch für Gott. Wie einem Vater. In dem Vertrauen, mein Vater sorgt für mich. In dem Vertrauen, mein Vater sieht mich. Er sieht meine Bedürfnisse. Ich muss mich nicht um meine Bedürfnisse kümmern. Halleluja. Ich weiß, mein Vater wird dafür Sorge tragen. Ich diene ihm. Ich diene ihm. Alles andere, er wird sich drum kümmern. Halleluja. Er wird sich um alles kümmern. Ich diene ihm. Und gleichzeitig auch noch diese Gesinnung wie ein Sklave. Ich diene meinem Gott. Ich hinterfrage nicht. Ich sage nicht, nein, das geht nicht. Ich fange nicht an zu kritisieren. Ich fange nicht an, eine Mängelliste zu schreiben. Sondern ich vertraue blind, ich gehorche blind, ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber. Wenn wir in Apostelgeschichte zurückgehen, dann sehen wir in Kapitel 18, hier sehen wir Paulus, wie er in Korinth ist. Und es ist nur ein Auszug. Es ist nur ein Auszug. Halleluja. Ich komme heute nicht mal dazu, durch die ersten und zweiten Timotheusbriefe durchzugehen und zu zeigen, schau, wenn er das an Timotheus schreibt, was sagt uns das über Timotheus? Was lernen wir über diesen Menschen, der so hingegeben war, der so aufopfernd gedient hat, der so, ja, wie ein Kind dem Vater, wie ein Sklave. Was lernen wir über ihn? Wir können nur, ja, manche Meilensteine betrachten
Und Paulus in Korinth ist ein solcher Meilenstein. Schaut, er kam gerade von Athen, er kommt nach Korinth. Paulus ist erstmal zurückgezogen. Es heißt, er traf sich, er ist in die Synagogen gegangen, er hat Unterredungen gehabt. Unterredungen macht deutlich, er hat eher einzelne Gespräche gesucht oder mal mit einer Gruppe geredet, aber er hat jetzt nicht sich groß hingestellt und eine Rede geschwungen. Aber dann siehst du in Vers 5, als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Hier geht es erst los, wirklich mit der Verkündigung. Vorher einzelne Unterredungen in der Synagoge. Jetzt Paulus wird gedrängt vom Heiligen Geist, den Juden. Ja, die sind ja in der Synagoge, die kannten ihn ja eigentlich. Aber jetzt wird er gedrängt. Das bedeutet, er hat das Wort laut geredet. Er hat laut von Jesus Christus, dem Messias, geredet. Jetzt gibt es den Widerstand von den Juden. Vorher gab es keinen. Jetzt wird gelästert. Vorher war das nicht der Fall gewesen. Als Silas und Timotheus ankommen, drängt der Heilige Geist. Das heißt, bis zu diesem Moment, wo Silas und Timotheus noch nicht da waren, ja, bis zu dem Moment ihrer Ankunft, war der Heilige Geist zurückgezogen. Jetzt kommen Silas und Timotheus an und jetzt drängt der Heilige Geist. Okay, jetzt geht's los. Jetzt, Paulus, bezeuge in Korinth. Jetzt laut das Evangelium von Jesus Christus. Der Heilige, ja, Gott wollte quasi, dass Silas und Timotheus von Anfang an mit dabei sind, das miterleben. In 1. Korinther 4, Vers 17, da siehst du dann auch, Korinth war eine Gemeinde, da ging es drunter und drüber. Und Paulus musste einen Brief verfassen, um die Gemeinde wieder gerade zu biegen. Die Gemeinde, da ging's, die waren erfüllt mit Gaben, aber gleichzeitig erfüllt mit Unmoral und Ungehorsam. 1. Korinther 4, Vers 17, da lesen wir dann, deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist, der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Er sendet den Timotheus nach Korinth. Halleluja. Wisst ihr, Korinth war wie der Trainingsplatz für Timotheus. Gott hat, ja, Timotheus war der Begleiter, der Diener von Paulus, aber Gott hat die Ausbildung geleitet. Gott wollte, dass Timotheus von Anfang an in Korinth dabei ist und miterlebt, wie Gott wirkt. Und jetzt geht es in Korinth drunter und drüber. Timotheus wird geschickt. Mit einem Brief, der es in sich hat. Mit einem Brief, der schonungslos alle Missstände anspricht. Timotheus, der junge Kerl, darf jetzt vor der Gemeinde stehen, wo alle denken, sie haben Gaben. Wo alle denken, sie sind so mit Gott krass unterwegs. Und sie sind ja alle schon weiter und Diener Gottes. Und Paulus war in Schwachheit hier, oder? Als er geredet hat. Also seien wir mal ehrlich, groß intellektuell war das nicht. Also überzeugend, da geht es anders. So war die Gemeinde von Korinth. Paulus schickt den Timotheus dorthin. Halleluja, das ist ein Bootcamp für ihn gewesen. Der durfte hier richtig loslegen. Es hätte kaum eine schwierigere Gemeinde geben können. Aber Timotheus, wisst ihr, was für ein Entwicklungsprozess der schon hat durchmachen müssen. An diesem Punkt zu sein, wo Timotheus ihn nach Korinth schicken kann und er sorgt dort erstmal für Ordnung. Er sorgte für Ordnung. Paulus hat den Timotheus ganz gerne mal wohin geschickt, wenn er ihn hat entbehren können. Wir lesen in 1. Thessalonicher, dass er nach Thessalonich ausgesandt worden war. Er wurde nach Ephesus geschickt. Davon lesen wir im 1. Timotheusbrief. Er wurde höchstwahrscheinlich auch nach Philippi geschickt. Davon lesen wir im Philipperbrief, dass Paulus diese Intention hatte. Ob es dazu gekommen ist, wissen wir nicht genau, aber sehr wahrscheinlich. Timotheus war einer, der erst mitgegangen ist und gelernt hat und dann ausgesandt werden konnte. Andersrum geht's nicht. Andersrum ist verdreht. Man kann nicht erst gesendet werden und dann nachfolgen. Man kann sich nicht zweiteilen. Timotheus ist erstmal nachgelaufen, ist erstmal hinterher, hat erstmal gelernt, hat zugeguckt, aber er hat sich dabei nicht ausgeruht. Bei Paulus konnte man sich nicht ausruhen. Das ging nicht bei Paulus. Halleluja. Wir waren einen Tag am Strand in Abidjan. Mit Paulus wären wir dort nicht gewesen. Zumindest nicht, um im Meer zu schwimmen. Mit Paulus, da ging es drunter und drüber.
Der Heilige Geist war mit Feuer. Ja, wir dürfen auch noch wachsen. Wir dürfen auch noch mehr Wege gehen. Paulus hatte keine Zeit zu verschwenden gehabt. Und Timotheus hat zugeguckt, ist mitgegangen, hat gedient, hat geschaut, wo kann ich Paulus unterstützen? Wo kann ich ihm helfen? Aber nicht, er hat nicht einfach nur, und schaut, das ist oft so die Gefahr, er hat nicht einfach nur die Bedürfnisse von Paulus gesehen. Wie kann ich Paulus helfen? Wie kann ich ihm unter die Arme stützen? Ah, er ist gerade müde, ich schaue, dass ich ein bisschen, ich bereite schon mal das Bett vor. Ah, er hat gerade Hunger, ich bringe ihm was. Ah, ich sehe, er ist am Schwitzen, ich bringe ihm ein Tuch, um den Schweiß wegzuwischen. Er hat gelernt, die Bedürfnisse der anderen, der Gemeinden, der Ungläubigen zu sehen. Er hat es gelernt, so wie Paulus Sorge um die getragen hat, auch die Sorge um die zu haben. So ist er gewachsen. So, dass Paulus dann schreit im Philipperbrief, wie wir es gelesen haben, er sagt, wie ein Kind dem Vater mit mir dient. Halleluja. Wie ein Kind dem Vater mit mir dient. Dieses mit mir ist schon, ja, er ist mein Sohn, er ist mein Kind. Aber wir sind eigentlich schon fast auf Augenhöhe. Er ist schon gewachsen. Ob ich jetzt wohin gehe oder ob ich den Timotheus schicke, es geht beides. In beiden Fällen wirkt der Heilige Geist in dieser Vollmacht, die es braucht. Timotheus ist gewachsen, so dass er am Ende ausgesandt werden konnte. Er konnte nach Ephesus geschickt werden. Und wenn du dir den Brief von Ephesus anschaust, das ist ein Brief, Halleluja, den will ich jeden Tag empfangen. Halleluja, war die Gemeinde von Ephesus nicht wunderbar? Die Gemeinde von Ephesus hat einen Brief empfangen, es ist von den Segnungen den himmlischen Örtern die Rede. Das war ein Brief mit Tiefgang. Ja, diesen Tiefgang musstest du erstmal haben. Timotheus war in Ephesus, er hat die Geleite gelenkt und geführt. Timotheus war ein Jünger. Wisst ihr, darauf kommt es am Ende des Tages immer zurück. Er war ein Jünger. Er war einer, der gelernt hat zu dienen. Jesus redet einmal über einen solchen in Lukas 17. Lukas 17, Vers 7. Da redet Jesus über den Jünger. Und wenn ich das lese, es ist, als würden wir über Timotheus lesen. Es ist, als würden wir über Paulus lesen. Hier wird die Tugend eines Dieners beschrieben. Die Tugend eines Mannes und einer Frau Gottes. Lukas 17, Abvers 7. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt und weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken? Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen. Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Halleluja. Wir sind unnütze Knechte. Das heißt nicht, dass man unnütze ist. Das bedeutet, dass ich sage, aus mir heraus kann ich nicht nutzbar sein. Aus mir heraus kann ich nicht dienen. Aus mir heraus, ich kann nicht tun, was der Wille Gottes ist. Aus mir heraus, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Aber als Rebe am Weinstock, wenn Jesus in mir wirkt, Halleluja. Aber ich selbst, ich bin ein unnützer Knecht. Aber der Heilige Geist in mir, und dann können wir was erreichen. Wir sind unnütze Knechte. Es bedeutet Demütigung. Es bedeutet, aus mir heraus kam es nicht. Ich bin ein Knecht, ich habe gedient, aber aus mir heraus kann es nicht gekommen sein, denn ich bin ein unnützer Knecht. Wisst ihr, es heißt nicht, ich bin unnütz, weil offensichtlich habe ich etwas getan, was wertvoll war. Ich habe gedient, ich habe etwas bewirkt. Offensichtlich bin ich nützlich. Halleluja. Ich habe einen Befehl bekommen von meinem Herrn. Offensichtlich bin ich nützlich. Er hat mir einen zweiten Befehl gegeben. Wenn ich sage, wenn es heißt, wir sind unnütze Knechte, wird es nicht in Abrede gestellt, sondern es soll nur zeigen, diese demütige Haltung eines Knechtes. Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wisst ihr, was das Gehalt eines Jüngers war? Wie viel ein Jünger verdient hat? Gar nichts. Ein Jünger hat nichts verdient. Wisst ihr, es war damals ein verbreitetes Konzept gewesen.
Jesus war nicht der Erste mit Jüngern. Johannes der Täufer hatte Jünger. Pharisäer und Schriftgelehrte hatten Jünger. Die haben alle nichts verdient. Die hatten alle das Privileg, in der Nähe des Meisters zu sein und auf den Meister zu schauen, von ihm zu lernen. Das war ihr Privileg. Sie haben sich dem Meister verschrieben gehabt. Wisst ihr, wenn man aufgestanden ist, ja, weißt du was, ich habe keinen Respekt mehr vor dir, ich gehe nach Hause. Das gab's nicht. Das gab's nicht. Der Jünger hat sich ganz hingegeben gehabt. Der Jünger hatte keine Chance auf einen Widerspruch. Du siehst, wie Judas wisst ihr, es war nicht so, als wäre er auf einmal abgewichen und abgefallen von Jesus und hätte auf einmal Jesus verraten. Du siehst, da war eine böse Wurzel in Judas von Anfang an. Die kam nie raus. Weißt du warum? Weil ein Jünger seinem Meister nicht widerspricht. Jesus hat gesehen, was in seinen Jüngern ist. Er kannte sogar die Gedanken ihrer Herzen. Aber ein Jünger tat, was sein Meister befiehlt. Nach außen war da nichts zu erkennen. Die wichtigste Tugend eines Dieners ist diese demütige Haltung. Diese demütige Haltung. Du siehst in vielen anderen Gleichnissen, dass Jesus seine Knechte immer gut behandelt. Er sagt selbst, der Lohn ist groß. Der Lohn ist groß. Es heißt sogar, wer glaubt, wer an mich glaubt, der muss mit glauben. Er muss gleichzeitig glauben, dass ich die belohne, die mich suchen, sagt er. Wisst ihr, wer denkt, ja, ich glaube an Gott, ja, aber Gott ist kein guter Gott. Gott ist derjenige, wie behandelt er seine Knechte? Wie behandelt er seine Knechte? Das kann doch nicht Gott sein. Wisst ihr, Jesus erzählt ein anderes Gleichnis, wo er seinen Knechten Talente gibt. Zwei wirtschaften damit und sie haben Ertrag, sie machen Profit und Jesus lobt sie dafür und er gibt ihnen Belohnungen, große Belohnungen. Und da ist einer, der sagt, ja, ich habe das Geld vergraben. Das war nicht verloren. Ich habe es vergraben. Weil ich habe gesagt, du bist kein guter Herr. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du bist kein guter Meister. Was macht Jesus mit dem? Sagt er, ja, okay, immerhin hast du das Geld nicht verloren. Nein, er nimmt ihm das weg. Er nimmt ihm das weg. Und Jesus sagt sogar, ja, wer nichts hat, von dem wird sogar das genommen werden, was er hat. Der wird alles weggenommen. Der wird nicht im Himmel anzutreffen sein. Ich mag es nicht, wenn man Gleichnisse sich anschaut und am Ende sagt, ja, schau, hier geht es nicht darum, war der gerettet oder war der nicht gerettet. Lass mich ein bisschen hart sein. Wenn es heißt, der wird nichts mehr haben und selbst dem, der nichts hat, wird selbst das genommen werden, was er hat, ja, der hat am Ende nicht mal mehr das Heil. Tut mir leid, es ist eindeutig. Es ist eindeutig. Wenn es heißt, die werden nicht reinkommen zu der Hochzeitsfeier, ja, es ist eindeutig. Hochzeitsfeier ist der Himmel. Das andere ist draußen, das Gegenteil, die Hölle. Ja, nicht gerettet. Ich mag es nicht, wenn man Gleichnisse so verdreht, als wäre es keine Warnung von Jesus. Jesus warnt. Ich bin der Meister. Ihr seid meine Jünger. Meine Jünger sind, wisst ihr, es ist keine Option, Gott zu dienen. Wir sind verpflichtet zu tun, was er uns aufträgt. Was sagen die Jünger? Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wir mussten es tun. Ich hatte keine Wahl. Du hast mich erkauft mit deinem Blut. Weißt du, gleichzeitig, während ich so mit dieser Einstellung diene, wie ein Knecht, darf ich natürlich auch sehen, Gott ist mein Vater und er sieht mich, er sieht meine Bedürfnisse. Er sieht, was ich brauche. Er wird nicht zulassen, dass seine Kinder ohne Grund leiden. Nein, er wird mich versorgen. Ich schaue nicht auf das Meine. Ich schaue auf das, was meinem Meister entspricht. Was mein Meister braucht, was mein Meister haben will. Was er mir befiehlt, das tue ich. Und davon lasse ich mich nicht beirren. Auch nicht durch eigene Probleme, auch nicht durch Hunger, auch nicht durch Leid, auch nicht durch Schmerzen. Auch nicht, wenn sie mich in einem Moment hochjubelnd in die Luft schmeißen wollen und sagen wollen, du bist unser neuer Gott. Nein, ich bin ein Knecht meines Herrn. Du kannst den Knecht eines Herrn nicht einfach so erheben. Er ist der Knecht seines Herrn. Halleluja. Wer in dieser Stellung ist, den kannst du nicht auf so ein Podest stellen. Weil er wird sagen, nein, ich stehe unter meinem Herrn. Wo der Herr mich hinstellt, da stehe ich. Wenn der Herr mich erhöht, dann erhöht mich der Herr. Aber Menschen können mich nicht erhöhen, weil ich bin nicht ihr Herr. Ich bin nicht ihr Jünger. Ich bin nicht ihr Knecht. Ich bin der Knecht meines Herrn.
Wenn mein Meister mich erhöht, Halleluja, ich preise den Herrn. Menschen können mich nicht erhöhen. So wie du, wir haben heute keine Knechte mehr, aber nimm's mit Arbeit. Halleluja. Selbst wenn der CEO von einer anderen Firma zu dir kommt und sagt, tu das, musst du das jetzt tun? Selbst wenn der CEO von BMW kommt, tu das. Stell mir eine Präsentation, schreib mir eine Rede, du wirst sagen, du bist nicht mein Chef. Du bist nicht mein Chef, tut mir leid. Ich kann nicht tun, was du von mir forderst. Ich habe einen anderen Arbeitgeber. Wenn der sagt, kannst du mir das erstellen, dann tue ich das. Aber ich gehorche nicht einem anderen Herrn. Ich habe einen Herrn. Ich tue, was er sagt. Ein anderer Chef, und selbst wenn es der CEO von Apple oder was auch immer ist, der kommt und sagt, weißt du was, ich befördere dich. Bin ich jetzt befördert? Nein, er ist nicht mein Chef. Er kann mich nicht befördern. Ich gebe dir so und so viel Gehalt. Nein, du kannst mich nicht bezahlen, weil ich kann nicht zwei Gehälter beziehen. Ich habe einen Vertrag, da steht drin, ja, hier, ich darf nicht woanders beschäftigt sein. So ist es mit dem Herrn auch. Ein Jünger schaut nicht auf das, was die Welt einem geben will. Paulus hat nicht eine Sekunde lang die Lobeshymnen von Lystra angenommen. Die Steine hat er aber bekommen. So ist ein Knecht. Timotheus war schon auf diesem Weg. Er war schon auf dem Weg der Nachfolge. Und dann kam Paulus. Und dann hat Gott den Timotheus quasi als Sohn dem Paulus gegeben. Die Frage ist, wie kann ich Gott dienen? Fang an, ihm zu dienen. Fang an. Denke nicht, der Dienst beginnt, wenn du vorne stehst. Nein, da beginnt nicht der Dienst. Der Dienst beginnt im kleinsten Bereich, wo man für andere zum Beispiel eintritt im Gebet. Das ist Dienst. Halleluja. Das ist Dienst. Schaut, Gott wird niemanden als Pastor über eine Gemeinde setzen, der nicht vorher für die Gemeinde gebetet hat. Würde keinen Sinn machen. Wäre Heuchelei. Und Gott heuchelt nicht. Gott würde niemanden losschicken in die Welt zu gehen, der nicht erstmal zu seinem Nachbarn gegangen ist. Warum sollte er das tun? Gott schaut, wo ist mir jemand im geringsten treu? Welches Werk hat Timotheus getan? Wir wissen es nicht. Es war so klein, es hat keinen Eingang gefunden in die Apostelgeschichte. Aber er war ein Jünger. Und ein Jünger tut, was sein Meister ihm aufträgt. Er war schon ein Nachfolger. Er hat schon gewirkt. Er hat schon gedient. Du liest es nicht. Du liest es nicht. Im Himmel kannst du ihn mal fragen, Timotheus, wie hast du angefangen? Vorher wirst du es nicht erfahren. Vielleicht hat er die Toiletten geschrubbt. Vielleicht hat er sich jeden Sonntag um Kaffee gekümmert. Hat den Kaffee angerührt und hat gesagt, das ist ein gesegneter Kaffee. Alle, die ihn trinken, werden wach sein und die Predigt empfangen. Kein Wort wird, ja, jeder, der meinen Kaffee trinkt, er wird kein Wort verpassen von der Predigt. Das ist Dienst. Es ist Gebet. Das ist Gebet. Das ist ein Diener. Das ist ein Jünger. Und schaut, am Ende konnte ein Timotheus eingesetzt werden. Manche sagen, er war eingesetzt als Apostel. Es wird nie gesagt, sein Dienst wird nie genau benannt. Aber es wurden ihm die Hände aufgelegt und er wurde eingesetzt in den Dienst. Halleluja. Und ganz am Ende, Paulus redet davon, wie er den Lauf vollendet. Es ist, als würde er den Staffelstab übergeben an Timotheus. Timotheus. Ganz klein hat er angefangen. Und Gott konnte sehr, sehr weit mit und sehr große Wege mit ihm gehen. Danke, Jesus. Lasst uns aufstehen. Lasst uns vor unseren Meister treten. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du unser Meister bist. Du bist unser Herr. Du hast uns teuer erkauft mit deinem Blut. Ja, du hast den Preis bezahlt. Wir waren nicht in der Lage, rauszukommen aus dieser Gefangenschaft und aus der Knechtschaft, in der wir waren. Ja, wir waren Knechte Satans. Wir mussten tun, was er aufgetragen hat. Wir waren gebunden an Sünde. Aber du bist gekommen und hast den Preis bezahlt. Du hast teuer bezahlt, ja, mit deinem eigenen Blut. Und du hast uns erkauft. Ich danke dir, dass wir ein Volk des Eigentums sein dürfen. Wir dürfen ein Volk des Eigentums sein. Danke, Jesus. Oh, dir sei die Ehre, Herr. Halleluja. Oh, wir wollen tun, was du uns aufträgst. Herr, wir wollen diese Gesinnung annehmen. Die Gesinnung, die du hattest. Die Gesinnung, die Paulus und die Timotheus hatte.
die Gesinnung auf das ausgerichtet zu sein, was du willst, das, ja, das zu suchen, was Christi Jesu ist, ja, nach den Anliegen der Geschwister besorgt zu sein, darum Sorge zu tragen, dafür einzutreten im Gebet. O Herr, ja, wir wollen diese Gesinnung auch haben. Wir wollen diese Haltung eines Knechtes annehmen. O Herr, du selbst bist gekommen, um zu dienen, nicht um sich bedienen zu lassen. Paulus ist ausgesandt gewesen, um zu dienen, nicht um sich bedienen zu lassen. So auch Timotheus, so auch wir, so auch mein Haus, meine Familie, so auch ich. Ja, wir wollen dir dienen, Jesus. Wir wollen dir dienen im Geringsten, im Kleinsten wollen wir dir treu sein. Oh, wir wollen dir dienen, da wo es niemand sieht, da wo es niemand mitbekommt, wo es nie an die große Glocke gehängt werden wird, wo es niemand erfahren wird. Ja, wir wollen dir dienen. Unabhängig davon, denn wir dienen nicht Menschen, wir dienen dir. Wir dienen nicht, um anerkannt zu werden, wir dienen, um vor dir bewährt zu werden, um von dir, ja, eins zu hören, geh ein, du treuer Knecht, zur Ehre deines Herrn. Ja, mein Dienst soll dich ehren, mein Dienst soll dich ehren. O Halleluja, als Jünger, ich will, dass der Name meines Meisters groß wird, dass der Name meines Meisters hoch gelobt wird, Halleluja. O Herr, Jesus, dein Name ist der Name über allen Namen, deinem Namen gebührt die Ehre. Oh, dein Name werde groß über deiner Gemeinde. Dein Name werde groß über meinem Haus. Dein Name werde groß über meinem Leben. Ja, dein Name werde groß. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Yeshua. Reka sante rebebe meri. Ma rebeke santa reke sete lebebe. Ma reke santa le rea kashoto koba ma mari. Ma reka sante lebebe. Ma reke sante le rebebe. Marike sante le bebe bebe rapapa mara papapa mari marika sante le rika sitoko santa kavaba pare bebe ke santa la rapama sante le bebe bebe rapa marike sante le bebe rapapa papasa rape sante le ra rika sante le ra halleluja. Oh, danke Jesus, danke Jesus, halleluja. Oh, dir die Ehre, Herr, dir gebührt die Ehre. Oh, Halleluja. Herr, ich will dir dienen, wie ein Sohn dem Vater dient, wie ein Knecht seinem Herrn dient. Ich will dir dienen, ohne Bedingungen zu stellen, ohne Hinterfragen zu stellen, ohne Zweifel, ohne Kritik, ohne eigene Wünsche, sondern gemäß dem, was du sagst. Ich will dir dienen. Ich will dir zu Befehl stehen, so wie Ananias dir zu Befehl stand. Er tat, was aus dem Fleisch heraus so gefährlich gewesen wäre, was sich aus dem Fleisch heraus niemand getraut hätte, zu dem zu gehen, der kam, um einen zu töten. Ja, so will ich dir treu sein und dir gehorsam sein, ohne Wenn und Aber, ohne Garantie auf Sicherheit, ohne Garantie auf irgendetwas, aber mit der einzigen Garantie, ja, dass du Sorge trägst für die Deinen, dass du dich um die kümmerst, die sich um dein Reich kümmern, dass du das Haus derer baust, die dein Haus bauen. Ja, so will ich mich auf dein Haus ausrichten. Herr, wir wollen dein Haus bauen. Herr, wir wollen dein Reich bauen. Wir wollen lebendige Steine sein im Bau der Gemeinde. Ja, wir wollen von dir eingesetzt sein. Herr, gebrauche du uns. Gebrauche du uns. Gebrauche du uns, o Herr, Halleluja. O Rebebe Santa Rebe, Marika Santele Rebebe Bebesa, Rika Santo Kapapa Masse, Marika Shateka, Shateke Santo Rika Santa Baba Rika, Rika Sito Rebe, Shele Rebebe, Shato Koba, Santele Rika Santora. Herr, wir wollen mit Feuer wandeln, wir wollen in Feuer dir dienen. O Herr, zünde dein Feuer in unseren Herzen an. Zünde dein Feuer in mir an. Ja, wir wollen nicht auf die Widrigkeiten sehen und uns abschrecken lassen. Wir wollen auf die Widrigkeiten schauen und sagen, ja, durch alles das wird der Herr durchtragen. Für alles das wird der Herr die Kraft geben. Für alles das wird der Herr treu sein und zu seinem Wort stehen. Ich danke dir, Herr, dass wenn du aussendest, du sendest mit Verheißung aus. Ja, wir gehen in der Verheißung. Herr, wir greifen die Verheißung. Halleluja. Oh, dass du mit denen bist, bis an die
Enden der Erde, die von dir Zeugnis ablegen, dass du sie begleitest, sogar mit Zeichen und Wunder. Ja, du wirkst mit ihnen. Ja, wir wollen dir dienen. Wir wollen mit dir dienen. Wir wollen für dich dienen. Oh, wir wollen zu deiner Ehre dienen, Jesus. Oh, zu deiner Ehre. Zu deiner Ehre. Oh, zu deiner Ehre. Oh, Halleluja. Halleluja. Zu deiner Ehre. Oh, mein Meister. Oh, mein Herr. Oh, mein Jesus. Zu deiner Ehre. Halleluja. Zu deiner Ehre. Reaba Sharika. Reka Santele Reka. Rea Shantele Bebesha. Danke, mein Herr. Danke, Meister. Oh, Herr. Herr, wir wollen alles ablegen, was uns hindern will, dir zu dienen. Alles, was uns, alles, ja, wo wir uns selbst bisher im Weg gestanden sind, wo wir falsche Vorstellungen hatten vom Dienst, wo ich falsche Vorstellungen hatte vom Dienst, wo ich auf Anerkennung der Welt aus war, wo ich auf Bestätigung derer aus war, die mir nahe sind. Herr, ich lege das ab und ich tue Buße davon. Du bist mein Herr und mein Meister. Halleluja. Ich bin ein geistlicher Mensch. Und so kann ich nicht von anderen beurteilt werden, sondern nur von meinem Herrn. Halleluja. Oh, dein Urteil allein ist das, was am Ende zählt. Vor dir, vor dir als bewährt zu gelten, das ist das, was am Ende zählt. Halleluja. Ich will mich als treuer Knecht erweisen, dir gegenüber, Herr. Oh, selbst wenn ich verrückt bin, selbst wenn ich als verrückt deklariert werde von der Welt und selbst wenn es, ja, selbst von denen, die mir nahestehen, selbst wenn es heißt, das ist verrückt, solange es in deinem Willen ist, gehe ich deinen Weg, Herr. Herr, in deinem Willen gehe ich, auf deinen Wegen gehe ich vorwärts. Herr, so wollen wir gesinnt sein, ohne Bedingung. Ohne Bedingung, Herr, oh Herr, jeden Zweifel, jede Klage, egal wie klein, jede Klage schmeiße ich raus, jede Klage lege ich ab, ich lege jede Klage ab, oh, ich habe mich nicht zu beklagen, oh, Halleluja, du hattest als Kopfkissen, hattest du einen Stein, du hattest nicht mal ein Dach über dem Kopf, Halleluja, Herr, solange du mein Schirm und mein Schild bist, oh, da verzichte ich auch auf alle diese Dinge, das sage ich auch, alle diese Dinge sind keine Notwendigkeit. Alle diese Dinge sind nicht essentiell wichtig. Das Einzige, was zählt, ja, was mich am Leben erhält, bist du, Jesus. Herr, ich will dir dienen, ohne solche Bedingungen zu haben, ohne Anforderungen an Komfort, ohne Anforderungen an Sicherheit, ohne Anforderungen irgendeiner Art. Herr, dein Willen will ich tun. Oh, Herr, wir wollen dir dienen. Wir wollen dir dienen, Jeshua. Wir wollen dir dienen, oh Herr, mein Gott. Oh Herr, wir wollen dir dienen. Halleluja. 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 Halleluja, Herr, ich will dir dienen. Herr, ich will deinen Namen erheben. Mit Wort und Tat will ich deinen Namen groß machen. Durch deine Kraft, Herr. Durch deine Kraft, Halleluja. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Dich kennen mehr und mehr. Dich kennen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Dich lieben mehr und mehr. Dich lieben mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr.
Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Dir dienen mehr und mehr. Dir dienen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Halleluja. Herr, ich danke dir für dieses Privileg, dass ich dir dienen darf. Ich danke dir, Herr. Halleluja. Dass du mich, Halleluja, ja, dass du mich gebrauchen willst. Dass du mir das Höchste angegeben hast, was es jemals geben kann, Diener Gottes zu sein, Knecht Jesu zu sein, Jünger zu sein. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für dieses Privileg. Ich danke dir, Herr, für diese Gnade. Denn es ist Gnade und nichts anderes. Es ist Gnade. Ich habe es nicht verdient. Ich habe keinerlei Qualifikation mitgebracht. Ganz im Gegenteil, ich war unfähig, deinen Willen zu tun. Ich war unfähig, dir wohlgefällig zu sein. Aber du hast mir Gnade erwiesen. Du warst mir gnädig. Du hast mich zu deinem Diener gemacht. Ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir, Herr. Oh, ich danke dir, Jesus. Halleluja. Oh, ich danke dir, mein Gott. Ich danke dir, mein Gott. Halleluja. Rebebe mirababase. Marebe santa lebebe. Rika sante le rababa. Rika sante lebebe. Rika seto rabashete lebebeka. Ma santo ba. Santo karebebe. Sharabababa ma santo kobebe kisa. Halleluja. Rika baba 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 sita rika santo koshanta rababa me rika sito kuba baba 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 shata rika santa kata. Hallelujah. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. No turning back. If none go with me, still I will follow. If none go with me, still I will follow. If none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning, no turning back, 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 no turning back. No turning back. Ja, Herr, ich will mich nicht umwandeln.
Du sagst selbst, wer die Hand an den Pflug legt und sich umschaut, ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Ja, wir wollen dir dienen und wir wollen nicht zurückschauen. Wir wollen nicht zurückgehen. Herr, denn wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des Lebens. Du hast sie, keiner sonst. Wir gehen nicht zurück. Wir schauen nicht zurück. Halleluja, wir gehen vorwärts in deinem Namen, in deiner Kraft, in deinem Feuer, in deinem Auftrag. Halleluja, Herr, ich danke dir. Oh, wir geben dir die Ehre. Oh, Herr, richte du eine Armee auf. Richte du eine Armee auf in dieser Gemeinde. Richte du eine Armee auf in Deutschland. Oh, Herr, zünde ein Feuer an in Deutschland, dass es ausgeht und alle umliegenden Länder, ja, den ganzen Kontinent, ja, dass es es ergreift, dass es weitergeht, Herr. O Herr, richte du, Halleluja, ja, sammle du die zusammen, ja, wie bei Gideon, ja, die bereit sind, auch wenn es nur 300 sind, die bereit sind, die Wege Gottes zu gehen, den Kampf zu kämpfen, auch wenn es gegen eine Übermacht ist. Wo Tausende zurückweichen, wo Tausende feige zurückweichen, sie bleiben. Wo manche nicht ganz darauf ausgerichtet sind, auf den Dienst, sie müssen gehen, aber sie bleiben. 300 sind geblieben. Oh Herr, ich will zu dir. Ja, wir wollen, dass du einen heiligen Überrest, ja, aus allen Völkern, dass du ihn herausholst, dass du sie zubereitest. Ja, denn die Felder, ja, es wird reifer und reifer zur Ernte. Halleluja. Herr, wir danken dir, denn wir sehen, dein Kommen ist nahe. Dein Kommen ist schon bald. Herr, wir wollen dir dienen. Herr, sende du dein Feuer. Sende du dein Feuer. Lass den Spätregen fallen. Lass den Spätregen fallen auf uns, auf mich, auf mein Haus, auf mein Herz. Lass deinen Spätregen fallen. Oh Herr, ich will nicht, Halleluja, dass etwas den Spätregen auf meinem Leben hindert. Herr, ich will dir treu sein, dir dienen in allem. So wie Ananias dir treu war und gehorcht hat. Und es ist daraus einer der größten Dienste entstanden, die es jemals gegeben hat. So wie Paulus ein Jünger war. Auch wenn so viele es ihm nicht haben abkaufen wollen am Anfang, aber er hat niemandem etwas bewiesen müssen. Er ist dir treu geblieben in allem. Er ist nicht in Stolz gegangen, sondern er ist demütig vor dir gewesen. So wie Timotheus treu war im kleinen Bereich. Ja, im kleinsten war er dir treu und er durfte dir im Großen treu sein. O Herr, so will ich dir dienen, Herr. So will ich mich vor dir beugen und dir die Ehre geben. So will ich mich dir hingeben. So will ich mich dir hingeben. Halleluja. Herr, wir sind unnütze Knechte. Was wir tun, das sind wir dir schuldig. Das sind wir dir schuldig zu tun. Denn du hast dich zuerst geliebt. Du hast uns zuerst geliebt. Du hast dich uns hingegeben aus Liebe. Darum geben wir unser Leben dir hin aus Liebe. Aus Dankbarkeit. Darum geben wir unser Leben dir. Halleluja. Harebebebe Santa Lebebe. Danke. Danke, Jesus. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Halleluja. Der Herr ist treu, liebe Geschwister. Amen. Amen. Hat noch jemand etwas? Hat noch jemand vielleicht einen Eindruck oder ein Zeugnis oder etwas in der Art? Ich freue mich schon auf das Zeugnis von Roland, aber es ist noch nicht heute. Halleluja. Liebe Geschwister, geht im Segen des Herrn. Der Herr behüte euch, der Herr segne euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Amen. Halleluja. Habt noch einen gesegneten Abend. Habt noch eine gesegnete Gemeinschaft. Im Namen Jesus. Amen. Preserve me, O God, for in you I take refuge. I say to the Lord, you are my Lord. I have no good apart from you, apart from you.
was for the saints in the land. They are the excellent ones, in whom is all my delight. The sorrows of those who run after another God shall multiply. Their drink offerings of blood I will not pour out or take their names on my lips. The Lord is my chosen portion and my cup. Behold my lot. The lines have fallen for me in pleasant places. Indeed, I have beautiful inheritance. Beautiful inheritance. I bless the Lord who gives me counsel. In the night also my heart instructs me. His name.